Moin Leute, Timex hier. Wir zocken das neue Call of Duty Zombies. Das ist die Warzone-Map, die in Zukunft auch Warzone sein wird. Wir haben es gestern angezockt. Es war schon richtig geil. Es ist richtig satisfying. Wieder Pack-a-Punch, Seltenheit hochziehen. Es ist komplett Open World. Viele Aufträge, viel Abwechslung. Ganz viel geil. Ich bin großer Fan von Zombie. Nicht von allen. Letztes Mal ja Cold War Zombies. Komplett Dark Aether Skin. Er grindet alle Waffen in Zombie auf Gold. Irgendwie 350 Stunden oder so eine Scheiße. Hier ist jetzt ganz cool. Es gibt Außenzone 1. Da sind die Zombie okay. Normal. Zone 2 deutlich stärker. Zone 3 alleine unmachbar. Und wir wollen jetzt erst einen Run machen. Uns OP machen. Exfiltrieren. Und dann mit Sebo später zu dritt uns komplett OP machen, dreimal Päcke punchen, Seltenheit auf Episch. Dann gehen wir zu dritt in Zone 3 und da kann man legendäre Blueprints finden. Die hat noch keiner. Jeder, der jetzt gerade Call of Duty spielt, spielt gefühlt den Multiplayer. Die hast du dann immer wieder. Du kannst dann immer wieder Wunderwaffen und so ins Spiel reinnehmen. Oder Perks oder Instant Juggernaut Upgrade. Du kannst deinen Charakter so fucking stark machen für immer. Aber die sind sehr, sehr selten zu finden. Selbst wenn wir da hingehen, kann das sein, dass wir... Was ist denn künstliche? Kann das sein, dass wir da nichts bekommen? Also man muss es oft probieren und am Ende braucht man auch dann viel Glück. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Gerne abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Digga, Reapers. Ja. Und? Was ist denn? Du hast mich verarscht. Warum? Das Kampfgewehr... Oder habe ich mich verklickt? Das ist falsch. Wie falsch kann das sein? Das ist vollautomatisch. Guck mal, das ist das. Das ist doch kein One-Shot. Ja, kann sein, ja. Warum die ist sie gepuncht? Hast du draufgepackt, oder was? Oh no, ja. Aber das kann. Warte mal, das kann One-Shot-Mode haben. Wie denn? Linksklick? Falltaste links, genau. Dann ist das so stark, kann ich mir nicht vorstellen. Tech V, hier ist eine grüne Waffe drin, by the way, ne? Wenn du die mitnehmen willst. Kannst du mit deiner Bruin da umtauschen? Mal benutzen. Ich habe jetzt meine Waffe grün und Gepäck gepuncht. Der hier ist eine. OP sorry. Machen. Hier ist ein Stamina. Trink das. Oder nimm mit. Nochmal for free. Hey. Doch einstecken gedrückt. Hä? Viereck gedrückt halten. Dann jetzt ausrüsten. Ja, willst du ja. Trink. Achso, wie. Achso. Das kannst du auch mitnehmen. Wir wollen es OP machen. Ich habe jetzt alles. Ja, ich habe mir jetzt Seltenheit 2 reingehauen. Ich habe mir jetzt Pack-a-Punch reingehauen. Ich habe mir alle Extras reingedümpelt. Hast du blau auch schon? Ich sehe es nicht. Deine Cam. Blau kannst nicht. Kannst du da umpositionieren oder so? Ich kann sau scheiße callen bei dir. Aber ich okay. Sehe einfach dein Stuff nicht. Wo müssen wir hin? Hier, überall. Die blauen Dinger. Und erstmal ein bisschen Cash. Okay. Beschützen Sie unsere Geräte. Ist das mach mal den blauen da rechts von dir, wenn du geradeaus rausläufst. Mach den anderen. Dann müssen wir die fänden. Gegen KI. Und die sind schon. Gegen KI, ne? Okay. Ja, okay, die sind hier abfuck. Einsatzschildgeist und sowas. Der ist aber eine ganz schön starke Waffe für das hier, glaube ich. Hast du. Ist die blau oder was? Nee. Wie kann ich das hier aktivieren? Gedrückt halten? Okay. Ja, du willst ja blau nicht machen. Heb dir das auf. Okay, dann gehen wir in die Mitte da und jetzt fallen wir da auf. Ich will unbedingt Deadshot Daikiri haben mit so einer One-Shot-Weapon, das liebe ich. Ich glaube, die anderen Kampfgewehre sind One-Shot. Ausgerechnet das, was du jetzt hast, glaube ich, ist nicht. Es war vollautomatisch halt unlucky. Das seismische Ding wird angegriffen jetzt immer, ja? Ja, hier bei mir. Das bei mir nicht? Haufen. Nee, das musstest du nur aktivieren. Das Main-Ding ist jetzt... Der Messer ist jetzt hier bei uns. Und das attackt okay. Jetzt richtig krampfhaft. Also solo sterbe ich hier gefühlt auch immer, wenn ich diese Mission mache. Die ist richtig nervig. Boah, schöne Mate, Alter. EP geil. Auch. Hier unten links ist auch nicht gut für Max. Du müsstest nur so. Ja, ein bisschen höher, wo ich jetzt bin. Zwischenmittig. Da musst du auch nicht über die Curve. Das sieht ja dann immer ein bisschen scuffed aus. Aber so ein bisschen mittiger einfach, weißt du? Nicht ganz mittig, aber so ein bisschen. Dann hast du, sieht man ja alles. Ich finde ein bisschen höher geiler. Drücke vor!
Ja, wie es dir passt. Hauptsache man sieht deine Rarity und so. Das ist halt essentiell fürs Gameplay. Interessiert, denke ich, auch die meisten. Boah, die ballert schon rein, also, Alter. Also, was hier teilweise für Game-Breaking-Bugs sind, ne? Dieses gestern raus, wo wir rausgeladen sind in eine Mission, ne? Weißt du, wie das zustande kommt? Na, erzähl. Wenn irgendein Random in der Lobby hier in diese Mission reingeht, besteht eine sehr hohe Chance, dass wir mitgenommen werden. Ungewollt. Boah, ist das ekelhaft dumm. Ja. Furchtbar. Ja, chilliger. 200er Ping gerade bei mir überhaupt. Auch lässig. Ah, Shield Guy. Digga, die schallert schon, die Waffe. Man kriegt immer so Bock, wenn du Zombies spielst, auf Multiplayer die Waffen dann auch zu spielen, aber dann sind da solche Sweats, dass du keine Luft kriegst. Also du könntest spielen, aber dann halt ohne Atmen. Ja, spielen halt alle immer nur mit Neffen-Lobbys, Alter. Würde ich auch niemals anders machen. Eine frische Ladung Söldner ist unter. Aber selbst da wird schon so gesweatet, das ist krank. Ja, ja. Haben wir gestern mit Chris gemacht. Oder vorgestern mit Chris das erste Mal Multiplayer gespielt. Selbst mit Neffen-Lobby. Bro, ich bin irgendwie 40-20 gegangen und in der zweiten Runde. Was ist eine Neffen-Lobby? Naja, du machst einen Reverse-Boosted Account, Alter. Oder dein kleiner Neffe, der da spielt. Lade nach. Und den nimmst du mit in die Lobby und dann trickst du Skill-Based Matchmaking aus. Aber dafür brauchst du halt das Game auch. Ey, ich lagge komplett, ne? Der macht das Ding hier kaputt. Warum lagge ich komplett? Laggst du auch? Ich merke das nicht, wenn ich lagge. Weißt du doch. Ja, wenn du Schüsse auf Gegner gibst, dann wie die late die Sachen ankommen. Wo hab ich den ins Kinn geballert? Lag ich so hart. Immer wenn wir zusammenspielen, kracht es, Alter. Was ist denn bei dir? Digga, die zerstören mich. Wie schwer ist der Auftrag? Fertig jetzt. Was soll das? Was denn? Geht auch Bruder ab, keine. Ja. Hammer's Auftrag abgeschlossen. Gibt's eine Belohnung? Eine Belohnung. Könnte jetzt hier auch was ein richtig krasser Blueprint-Plan drin sein? Nee. In Main-Missionen tatsächlich da sind meistens so coole Blueprints für Stamina-Up und sowas. Ganz geil. Mach mal deinen Auftrag. Was ist denn der nochmal gewesen? Ah, Mystery Box. Wo ist die? Fahr mich mal zu einer hin. Hier ist gleich einer. Guck mal. Ich hab grad zum ersten Mal die Map gegangen. Ich hab 200er Ping. Das ist krank. Wo sehe ich denn meinen Ping? Du musst du einstellen in Hatz, dass du alles siehst. FPS Ping und sowas. Du hast aber auch nicht die optimalen Einstellungen. Also das ist krank. Einfach 200er Ping Lobby. Wir spielen Army-Server mit dir irgendwie. Hast du irgendwelche Server mal umgestellt oder so eine Scheiße? Weil du warst der Host. Kann das sein? Ich spiele einfach Army-Lobbys oder Ozeanien. Keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist. Ich spiele 200er Ping, was soll das? Kann sogar sein, aber haben wir das wirklich? Was bei mir ist, ich merke keine Lags, aber ich merke es auch nicht, wenn ich 25 FPS habe. Ja, du ruckelst nicht beim Laufen, sondern immer wenn du Abschüsse machst, dann sterben die einfach so ein bisschen delayed. Oh, ich finde das so toll, einfach einen Controller in der Hand zu haben, einfach wieder und Call of Duty zu daddeln, ne? Mach ich auch extra. Ich glaube, allein deswegen finde ich das schon toll. Schön mit Controller. Ist dein Ding, ne? Dein Auftrag. Mystery Box. Selbst du leckst bei mir so rum. Ist das heftig. Je länger man in der Lobby ist, desto besser sind die Sachen in der Mystery Box, ne? Was ist das? Killstreak, oder? Dein Auftrag. Guck mal, jetzt kriegen wir einen Perk. Schöne Sache, ey. Alter, jetzt noch ein goldenes. Was ist das denn? Was ist das? Kannst du nicht nehmen. Und was war's? Ich weiß es nicht. Mach mal Rucksack auf. Wahrscheinlich fehlt es viel so. Vielleicht nicht Punch, weil ich meine, ich brauche irgendeine Waffe. Ich muss 50 Kills hier mitmachen. Ich krieg keine Waffe. Ah, das sind Killstreaks tatsächlich. Ist das eine Waffe, die es gibt? Expedition 12 heißt die Shotgun. Ist das eine MW2 oder MW3 Waffe? Wie heißt sie? Expedition 12 oder so. Ja, das ist MW2. Echt jetzt? Revita und Lockwood 680 sind's. Das gibt's doch, da gehe ich nochmal ran. Was ist dein Auftrag? Kills damit machen, oder was? Kills damit machen. Ich will eine MW3 Waffe haben. Weil nur die kann man leveln, Leute. Was war das Goldene, was du gezogen hast? Wie öffne ich die? Was ist das?
Guardian, MK Guardian. Was ist das für ein Waffentyp? Das ist eine Shotgun? Shotgun, oder? MW3? Das ist auch MW2. Digga, ich kann gleich nicht punchen. Fick mich, fick mich, fick mich, fick mich. Kannst du echt nicht. Oh! DG2 einfach. Aber bringt ja auch nichts. Obwohl, also kannst damit spielen. Ja, DG2, kennst du den nicht? Willst du dich verarschen? Mit Raygun die. COD war das? Hä? World at War? Das ist die erste Raygun. SVA 545. Das ist gefühlt die erste Wunderwaffe jemals. Was kann die, sagt er. Ist das krank? Das jetzt ist die älteste Wunderwaffe. Was ist das? MW3? Das ist ein SMG. Wie heißt sie? Die heißt. SVA 545. MW2. Nein. MP. Ist eine MP. Oder er kann auch ein Schulgewehr sein. Dann MW3 schreien Leute. Ja, ist MW3. SVA 545 ist das erste Sturmgewehr. Ich lade nach. Sturmgewehr? Mhm. Digga, das Ding ist so groß wie meine Hand. Du hast aber auch eine riesige Hand irgendwie. Ja, aber der ist ja nicht so groß wie Sturmgewehre. Okay, lass den nächsten Auftrag machen. Also, ich habe jetzt hier... Ja, habe ich den Auftrag schon geschafft? Oder einen neuen Auftrag? Ja, deswegen... Ja, das war nicht mehr mein Auftrag. Ja, das wundert mich auch. Du hast doch Mystery Box und warst fertig. Was ist dein jetziger Auftrag? Achso, ich war Mystery Box schon fertig. Ja, klar. Hä? Du musstest die nur öffnen. Was ist dein neuer jetzt? Zerstöre ein Söldnerkonvoi. Oh, und beim Söldner fallen gelassene Fest. Ich konnte es nicht lesen, wird angegriffen. Komm mit. Das ist tatsächlich nach Lohnt sich MW3 meine meistgestellte Frage im Chat. Wo ist der Söldnerkonvoi? Real Talk. Ja, ja, das ist eine echt meistgestellte Frage. Krank. Ich lagge komplett rum. Ich kann das nicht, Max. 200er Ping, danach suche ich. Keine Ahnung, was du da für ein Stuff eingestellt hast. Das ja. Ich werde einfach sterben. Hier ein bisschen Cash. Hm? Bonuspunkte. Was machen wir jetzt? Den Auftrag. Wir kriegen diesen Söldner-Scheiß weg. Ja, den können wir machen. Wir gehen ein bisschen Highways fahren und hoffen, dass wir einen finden. Okay. Guck mal, was die Mark II macht. Die Wunderwaffe. Und die gab es bei World at War. World at War. Ich glaube, die ist sogar noch älter als Raygun. Ich habe unendlich viel gezockt. Die gab es auch ganz oft. Die gab es überall gefühlt. Ich meine, in Cold War gab es die auch. Die gibt es immer im Zombie-Modus. Das ist ein Fan-Favorite. Ich check nicht, warum ich das nicht weiß. Wunderwaffe DG2 ist mit die legendäre. Also, das ist so der Inbegriff von Zombie-Modus mit der Raygun. Krass. Das wundert mich, dass ich das nicht weiß. Ich habe eigentlich meine ganze Jugend immer mit Alex Zombies gespielt. Welchen Alex? Alex 7er. Was? Stürmer. Achso, ne. Es ist vor Hardstyle. Also wir haben wirklich dumm, doll Zombies alles gespielt. Außer wo es gefühlt kein Grind gab. Das Kampfgewehr, was ich habe, auch auf vollautomatisch knallt schon, aber es ist halt kein Einschussding. Ist auch nicht so gut Einschussding in dem Modus hier. Weil du hast ja so Massen an Zombies teilweise, da musst du durchdrücken. Ja, ja. Bei Excel, Alter, also so viele Zombies, da hast Einschuss eher ein Handicap. Aber könnte dann auch ein Cheat sein, die Waffe hier zu haben. Eine Einschusswaffe, die vollautomatisch geht. Du weißt, warum habe ich so einen Ping? Du nicht, das check ich nicht. Da ist ein Mangler. Das ist wieder Call of Duty, ist einfach witzige Bugs. Bro, das Game hat ja so viele Bugs, das kannst du. Ich habe noch nie so viele Bugs gezählt in einem Game wie in dem hier. Das ist Wahnsinn. Bob, es kann jeden Augenblick sein, dass uns jemand in diese Lobby zieht, ne? Wir können nichts dagegen tun. Das ist doch peinlich. Das ist halt Game-Breaking auch. Da muss doch so ein Emergency-Hotfix kommen. Das ist so krank. Ja. Die nehmen uns einfach die Experience. Da geht irgendjemand in eine Lobby rein und vorbei. Und wir werden einfach mitgezogen. Und teilweise, das ist ja Zweierzone, weißt du? Ich sterb da einfach auch drin, weil die Waffen noch zu schwach sind. Guck mal, wir haben ja nicht gepuncht, wir haben ja gar nichts. Und da kannst du auch nicht drin punchen. Da stirbst du dann einfach. Ja gut, das ist dumm. Ja, das ist furchtbar.
kann doch nicht sein. Das ist mir heute schon zweimal passiert. Dass da irgendjemand reingeht einfach. Und je mehr Leute das, je länger es dauert, desto mehr Leute haben ja diesen Auftrag frei. Ja. Desto mehr Leute gehen da rein in diesen, in diese Mission. Und umso öfter werde ich rausgezogen. Das ist krank. Aber kannst du denn damit da mitspielen? Nein, ich bin alleine. Ich werde einfach alleine rausgezogen und habe bei denen nichts zu tun. Und verliere dann da auch einfach alleine, weil die eigentlich echt gut schwer ist, auch wenn du nicht equipped bist, die Mission. Krank. Sterbe ich da? Auftrag abgeschlossen. Noch ein Ethereum-Kristall. Wo ist doch mal Rucksack? Wie öffnet man nach unten, ne? Ich habe 2 Ethereum-Kristalle schon gefunden. Geil. Aber mach nur instant zu Packe Punch 1, nicht noch einmal weiter, ne? Nee. Dafür brauchst du so einen goldenen Kristall für Packe Punch 2. Was ist das Handy? Soll ich da zum Handy gehen? 160 Meter? 17 Meter Handy, Rakete nach oben. Leuchtet ja wie Sau. Das ist ein Auftrag, deaktiviere halt, ne? Alle Extratoren im Gebiet. Annehmen? Können wir machen. Ja, sure. Ist halt menschliche Spieler, ne? Und shielde dich mal. Du kannst ja auch diesen deine Fähigkeit da nutzen, theoretisch. Dann bist du auch Full Shield und behältst deine Platten. Weißt du? Ah. Oh gut, Plattenproblem hatte ich noch nie. Die bekommt man tatsächlich in den höheren Zonen. Anfang nicht, aber später kriegt man echt Plattenprobleme, wenn du nicht aufpasst. So, jetzt haben wir 2 Minuten Zeit. Steht jetzt nicht, ist auch verbuggt, weil das Game unendlich viele Bugs hat. Ich gar die nicht. 3 Raketen zu. Weißt du, muss ganz nah ran und da einfach kurz Viereck gedrückt halten. Da, wo diese 3 Raketen. Das ist der Auftrag. Das ist alles. Alles fertig. Und wer greift uns an? Hier, die KIs, die überall rumlaufen. Noch 2-mal und wir sind hier fertig. Okay, schalten wir die restlichen Ziele aus, bevor wir zu übermütig werden. Wechsel das Magazin. Hier! Pass doch auf! Ether-Extraktor überladen. Ja, genau. Und jetzt noch Zack. Der letzte. Dann sind wir fertig schon. Eigentlich, je mehr Leute hier sind, desto mehr Spawn auch von den Dingern, aber ist mal nur 3 gewesen. Bro, die fucking KI kommt von da oben. Fertig. What the fuck? Ich wurde assassined. Okay, das ging ja super schnell, der Auftrag. Ja, dementsprechend aber auch die Belohnung weniger. Ah, ist das so? Ja, ja. Und wir sind Zone 1, ne? Lohnt sich halt gar nicht mehr. Wir müssen echt mal Zone 2 langsam. Ja, ja, auf jeden Fall. Markieren, machen. Punchen. Doch. Punchen, lass punchen gehen. Hier punchen. Hinten und dann rein. Haben wir eine Karre hier? Nö. Oh, suckt. Ja. Müssen wir laufen. Zerstöre einen Söldnerkonvoi, das müssen wir noch machen. Und du siehst doch Bescheid, ne? Ja, wir können hier den Highway einfach lang, dann finden wir einen. Aber da muss auch Meter machen. Guck mal, du schläfst. Ich check's nicht. Du darfst niemals schlafen. Falsche Richtung. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Hier, mich gelber Marker. Hier will ich dich haben, hier bin ich. Konvoi gefunden, der ist aber verbuggt. Alles ist in diesem Spiel verbuggt. Konvoi ist einfach vor mir, aber Autos sind nicht gespawnt. Nervig. Aber die KI ist gespawnt. Und die stehen einfach vor mir, der Konvoi. Vielleicht, wenn du kommst, spawn die. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ich habe schon mal gesehen, dass die dann gespawnt sind, die Karren und sowas. Guck, da vorne ist ein Konvoi einfach. Siehst du, die sitzen in ihren Karren. Aber die Karren sind nicht da. Und zählt das dann nicht? Ja, sind despawned. Also, nee. Einfach wieder weg. Ah, Digga, wie viele Zombies einer. Und die Level 2er, Digga, what the fuck? Chill den mal, vielleicht zählt's ja doch. Chill mal. Hier ist alles voll. Ich hab schon eine gute Waffe, aber. Meine ist nicht mal gefunden. Komm, mach mir doch. Zeit. So darfst du. Komm nicht. So dürfen wir nicht spielen, wenn wir Zone 3 spielen. Wirklich, also da. Okay, ja, niemals aufhalten, nonstop rennen. Immer machen. Also Zombies da nicht töten, oder was sagst du? Nee. Nur die dir gefährlich werden. Und bist du mein Zombie ballern, ist ja schon. Jetzt. Mein hirnfäuler Zombie. Ach so. Platten rein. Ich bin so am Rumlenken. Ich kann nicht in gefährliche Zonen gehen.
Ich sehe nicht mal, wie ich mit Platten reinhaue. Das ist so hart. Zu hart? What the fuck, dude? 220er Ping, einfach Ozeanien-Server irgendwie. Ist das krass. Aber bei dir lag's ja gar nicht. Deswegen ist das auch einfach nur ein Call of Duty-Bug. Es kann ja nicht sein, dass wir einen anderen Server spielen, wenn es bei dir nicht laggt. Einfach ein Call of Duty-Bug. Das ist schade. Das ist so ein geiler Modus, aber ich habe noch nie so viele Bugs gesehen in einem Game. Real Talk jetzt. Das ist so schade. Okay, Puncher. Gepuncht. Kann man aber, auf welches Level kann man da punchen? Eins noch. Nur eins? Du hast doch gar kein Geld für zwei. Was willst du? Stimmt. Was kostet Punch 2? 10. Wo kann ich Seltenheit hochmachen? Kann man das auch irgendwo kaufen? Nee, ne? Nee. Finden. Lohnung, da kann ich deine Konvois machen und so ein Scheiß. Ich kann ja wieder hier rumfahren und hoffen. Dass wir hier einen finden. Komm, wir gehen mal hier rein und klären das Nest hier. Da ist eine Konterdrohne. Auftrag abgeschlossen. Ja, da sind immer Lager. Söldnerlager, wo diese Konterdrohnen sind. Das ist aber kein Söldner-Konvoi dann. Nee. Konvoi sind so immer drei Autos, die rumfahren. Die gelben Dinger töten, ja? Ja, das war aber auch in Warzone 1 sogar damals, so kann ich mich erinnern. So. Wenn Digga, jedes ich 30. Game hast du einfach mal so einmal 200 HP. Cracked los. Also die Zweier Zombies tanken schon gut was rein. Welche Farbe hat Waffe? Grün und ich hab einmal puncht. Ja, merkst du, ne? Schon krass. Haben wir das Nest hier geklärt? Überhaupt nicht. Hat drei Etagen, das ist ein großes Nest. Ein richtig fettes. Oh, hier ist ein Supersprinter. Nochmal nachladen. Die Waffen leveln, das ist schon mal gut. Es kommen aber auch immer Zombies. Ich kann nie ins Haus rein, weil immer von hinten welche kommen. Wenn von hinten welche kommen und der Ausgang versperrt ist, hasse ich das ja. Maximale Munition. Das ist krank, wie viele Räume das Ding hier hat, ne? Das ist der Wahnsinn. Guten Morgen. Wann haben wir es denn? Merkst du, wenn das Gas weg ist? Noch ein vierter Stock! Nee, hier ist aus, aber hier kannst du mal atmen. Kurz. Oh mein Gott, hier ist ein Mangler, oder? Was? Ja, mach den weg, komm. Du hast ihn gut gestunt gerade. Oh mein Gott. Das ist so way to tank bei mir. Ich bin tot. Mach ihn weg, Max, mach ihn weg. Er ist tot. Super. Ja, du bist weggerannt, sag's doch. Ja, ein bisschen mal kurz geplattet. Digga, ich bin gleich tot mit diesem Scheißgas. What the fuck, wie hardcore oben ist das hier? Oben kannst du raus, oben kannst du atmen. Mann, die blocken rein die ganze Zeit. Ich schaff das nicht. Boah, oben kann man atmen, ja. Wann resettet das? Platte wieder rein. Hast du Todeswahrnehmung zufällig als Perk? Nee, ne? Das ist extrem geil nicht. für diese Nester hier. Weil Todeswahrnehmung macht, dass du Loot durch Wände siehst und so, weißt du? Und da siehst du auch diese Zysten an den Wänden. Ah, okay. Okay, die Etage müsste auch verliert sein. Gasmaske gefunden. Hier ist noch. Digga, das ist ja nice, krass over. Versteckt. Nice. Self-Rise hast du noch? Weiß ich nicht. Ja, drückst du, wenn du Rucksack unten nach rechts. Ist immer Gold leuchten. Hier ist noch ein Monkey Bomb, wenn du tragen willst. Napalm Geschützschaltkreis, was ist das? Das kannst du in so ein Geschütz reinpacken, die stationäre, die überall auf der Map sind. Die sind geisteskrank OP. Ich habe hier ein also grünes Werkzeug, ich kann das nicht mehr mitnehmen. Nimm du das mit. Okay, ich bin krass gelootet, Alter. Ich habe echt viel. Nimm mal den Affen hier mit.
Musst du dann auf L1 ausrüsten mit Viereck. Und dann kannst du mal Affenbombe werfen. Ich hab einen Affen dabei. Oder? Nee, der ist mir runtergefallen. Hab's. Der Typ will exfiltrieren. Der Mate. Was bringt das? Der farmt, maybe. Der haut nicht ab. Aber am liebsten will ich auch aus der Runde gehen. Ich kotze. Aber lass deinen Auftrag noch mal und meinen vielleicht auch noch. Volle Panzerung. Toll, gut. Ich habe gerade meine Dings benutzt. Ey, Mann. Soll ich den Konvoi noch machen, ja? Ja, ja, Konvoi und... Genau, lass den machen. Lass uns unsere Aufträge machen und dann hauen wir ab. Willst du Stehvermögen haben? Ich hab schon. Aber okay, dann markier mal. Nutzt das blaue Werkzeug? In der Runde nicht mehr, oder? Nee, nee. Das wir holen uns erstmal eine Karre. Und dann fahren wir ein bisschen. Gibt es auch einen Blueprint für einen guten Rucksack? Nein. Rucksäcke behältst du ja aber, ne? Wenn du nicht stirbst. Ja, okay. Du kannst ja auch einen Rucksack kaufen, richtig overpowered. Den großen zum Beispiel für 10.000 in der Dreierzone. Bist du im Fahrzeug? Ich komme dazu, ja? Na klar. Dann lass den Konvoi töten. Ich such mal. Beschaffe einem Söldnerkonvoi fallen gelassene Festungsschlüsselkarte. Die sind immer dabei. Okay. Glaube ich. Hoffe ich. Also ich muss irgendwie hier auf den Highway kommen. Wie kommen wir da hoch? Die sind immer nur auf dem Highway, die Viecher. Meistens, ja. Ist ein nerviger Auftrag. Also da haben auch die meisten Probleme mit. Vor allem, weil wir haben gerade einen gesehen, der war einfach verbuggt. Also die saßen da in unsichtbaren Autos, aber das wäre einer gewesen eigentlich. Hm. Ach fuck, ich bin rausgefallen. Ich bin rausgefallen. Nein, nicht zum Nachladen. Jawohl. Warte mal kurz, ich schieß mal kurz. Kannst du fahren? Warum? Weil ich muss Abschlüsse machen. Ja gut, ich fahr wieder. Sag ein. Ich fahr. Jetzt bin ich vorne, okay, fuck. Ja, mach Kreis, dann switchst du. Kreis. Kreis. Ja, 3 ist es. Bei mir? Achso, du hast Taktik. Wohin muss ich? Einfach fahren. Einfach den Highway fahren. Und hoffen, dass wir einen finden. Ein Konvoi. Und selbst wenn du ihn schaffst, könnte er auch verbuggt sein. Also, es kracht wirklich in dem Game hier. Was für eine Scheiße. War schön den doppelten. Also, ja, genau. Geradeaus die Straße weiter. Ich komm runter. Halte die Landezone frei. Das ist einfach die Warzone-Map. Das finde ich irgendwie krass, dass man die jetzt schon zocken kann, aber nur im Zombie-Modus. Ist cool. Mann, diese Nervensäger. Guck, wir hätten alleine suchen müssen. Six füllt er da die ganze Zeit und die labert mich zu. Da ist so ein stressiger Timer die ganze Zeit. Kacke. Nicht Zombies umfahren, ne? So wenig wie möglich. Naja, dein Auto geht schnell kaputt dadurch. Mehr fahren ist nicht so super. Jetzt suchen wir. Hä? Jetzt suchen wir einen Konvoi. Ja. Ich hatte tatsächlich da, wo wir gleich ankommen, ganz oft einen. Mal hochgucken. Langsam fahren. Ach du Scheiße. Komm, wir gehen da vor. Da ist noch ein Auto. Geschafft. Mein Auto ist cooler. Mit 200er Ping habe ich es geschafft, einfach einzusteigen. Krass. Krass. Ich stehe auf dem Dach und ich bewege mich irgendwie so. Ich teleportiere mich die ganze Zeit bei mir. Du hast den Skispringer, Alter. So schießt doch keiner mit einer Waffe, oder? Hä, und warum habe ich einen Standardskin überhaupt an? Und warum hast du auch Standardskin an? Wir hatten doch beide. Treibstoff niedrig. Ja, hätten wir switchen sollen. Hätten wir switchen sollen, ich hab noch gesagt. Egal, hier ist ein Quad. Noch schneller. Geradeaus weiter. Boah, in der Zombie-Apokalypse in den eingestürzten Tunnel habe ich immer Schiss. Ah, sind Klicker überall. Wo ist das Quad? Es war rechts da. Komm, wir holen's. Oder? Lohnt sich das? Boah. Ja, gut. Komm mal.
Hol mich ab, ich muss die Stellung hier halten. Halt mal die Stellung. Oh, natürlich ist hier ein Söldnerlager. Oh, no. Hey, du hast was gemacht? Nee, ich nicht. Dann war's der Mate. Und ich mache jetzt auch noch mal was, dann haben wir alle Perks. Ach, du hast nur 4. Ich leck so hart. Es ist krank, okay? Das ist crazy, du musst gleich einstellen. Schau mal, Game neu, dann ich. Dann hoste ich vielleicht mal. Bist du mit dem Quad dran? Ja, ne? Ja, steig an. Los, los. Los, wo bist du? Zack, bin drin. Bei mir. Jetzt stehst du auf meinem Platz. Ich bin in deinen Eiern. Ja, du bist in meinem Eiern. Wieso das denn? Warum sackst du? Fährst du? Alter. Ja, ich fahr. Bro, wieso machst du das mit Absicht? Ich bin unter deinen Eiern direkt. Ja, das ist krass. Wo ist doch mal Third Person? Der Mann ist einfach in mir drin, Alter. Oh, wie geht nochmal Third Person? Was passiert hier? Wir sind. Pfeiltaste runtergedrückt halten. What kommt nicht. Im Zoom oder ohne? Einfach so. Ja, vielleicht geht's nicht, weil du im Auto bist. Doppelte Punkte. Fährst du gut? Fantastisch. Digga, ist das komisch. Ich fahr echt genau an deinen Schaft mit, ne? Ja, niemand ist auf dem Auto. Sein, Alter. Was willst du? Dass du dich normal hinsetzt. Ja, okay, dann fahr du hier, Kreis. Jetzt fährst du da. Jetzt bin ich an deinen Eiern. Bro, was ist das? Du bist gar nicht auf dem Quad. Du bist ja, einfach, man ist drüber. Du bist einfach so weit drüber. Ist das krank? Ey, wie kann das so verbuggt sein, Alter? Ich fass es nicht. Wo ist der Konvoi? Wir sind schon einmal um eine gesamte Map gefahren. Vielleicht kommt auch einfach keiner mehr, weil wir einen gesehen haben, der aber despawned ist. Echt? Dann waste wir gerade einfach nur Time. Ich kann es dir nicht sagen, Max. Dann lass Exfil campen. Ich werde auf keinen Fall Exfil campen. Ich werde abhauen. Bro, ich lagge aus der Hölle. Also insane, wie ich lagge. Aber ist dann Zembro schon da? Ich weiß es nicht. Guck mal. Ich soll gucken. Nee, also. Okay. So, einer auf, guck mal. Deswegen können wir nicht rausgehen. Out of Stamina steht bei Sebo und der zockt immer noch irgendwie ein Survival Game. Hier ist kein Konvoi. Na, muss weiterfahren. Fährst weiter. Der kann auch aber auch mittig auf der Map auf irgendeinem Highway sein. Das ist halt auch gut möglich. Raus hier. Was passiert? Warum fährst du durch so viele Zombies? Das Ding ist kaputt. Ich will jetzt Quad jetzt? Oder kannst du jetzt nicht mehr? Mein Auftrag ist fertig. Boom, nochmal ein Perk. Ich habe alle Perks jetzt. Bin okay. Gut. Ich würde rausgehen, ehrlich gesagt. Ja, er ist raus. Das ist ganz furchtbar. Du kannst ja, wenn du warten magst, ein bisschen extra kämpfen. Bis Sebastian da ist. Du kannst die Zombies für dich haben, ich hau aber ab. Ich hab, markiert, ne? Töten, so schnell, wie sie neue schicken. Aber welches? Gelb? Gelb. Yelp. Bringt es irgendetwas mehr, die Zombies Level 2 zu töten? Mehr XP oder irgendwas? Doch, komplett dumm gemacht. Okay. Leute, der Exfil wird gleich sick sein. Jetzt haben wir uns guten Loot geholt. Guck dir das mal an hier, das nehme ich alles mit. Damit können wir dann nächste Runde krass reinstarten. Machen uns OP und gehen in Zone 3. Und da können wir Blueprints und Loadout finden, was wirklich noch keiner live gefunden hat. Ja, es ist sauhart und sau unwahrscheinlich. Du musst damit rechnen, einfach zu sterben, alles zu verlieren, ne? Du musst vor allem... Das nervt ja, du verteidigst uns ja, du bist ja Pro. Ja, nee, das ist wirklich krass, der Scheiß da. Ja, bist ja aber Pro, ne? Ja, aber gut, das ist trotzdem sauer hardcore.
Und dein FOV musst du echt ein bisschen hochstellen. Das kannst du nicht machen, egal ob du sagst, du magst das. Du hast Klaustrophobie, wenn du den Scheiß auf 60 hast. Das ist sau unübersichtlich. Du musst die Übersicht behalten, wenn du zockst. Keule. Okay. Mach ein bisschen hoch. Du musst ja nicht full cracked haben. Hab ich auch nicht, aber ein bisschen hoch musst du machen. Doch für die Zuschauer viel angenehmer, weil dann sieht man was. Man will was sehen. Gut. Ja, du sagst gut, du machst es aber trotzdem nicht. Ja, ich weiß ja nicht, wie es geht, Digga. Das macht mich so sauer, Alter. Das ist das krass. Hey, Zombie-Modus eigentlich immer stark. Langsame Feuerrate, aber dafür ganz viel Schaden. Das ist dann am Ende immer die OP-Waffe. Hier brauchst du hohe Feuerrate. Ist tatsächlich so, weil Zone 1 stirbt eh alles. Ist da schön. Weißt du? Deswegen ist hier extrem stark hohe Feuerrate. Digga, ich sterb einfach. Was ist denn hier los? Also ich bin beim Excel, ne? Brauchst du? Gelber Ping, ja, ich komme. Vergleich zu mir. Digga. Du bist so farblos. Ich check das gar nicht. Dein Game ist voll farblos im Vergleich zu meinem. Das ist alles grau einfach. Müssen wir vielleicht mal Grafik-Settings durchgeben. Ich glaube, da hast du deutlich mehr Spaß, weil bei dir sieht es echt kacke aus. Digga, sieht bei dir nach PlayStation 3 aus irgendwie. Ich habe mit keiner Waffe mehr Schuss. Kannst du da was machen? Ja. Ich mach was. Das über die Leichen. Sauber. Ich rufe den Excel, ne? Jetzt braucht ihr nochmal einen Arschvoll Zombies. Ich würde einen länger Muni, bleiben. Töte ich mal ein paar nicht. Ah ja, du kannst bleiben, bis Ebo da ist. Musst halt, ne? Eigenes Risiko. Wenn ich gehe, dann... Guck mal hier die Masse, hinter dir. Schieß sie hier rein, bitte, tu es. Guck mal, ich lasse sie dir sogar. Siehst du das? Muss nachladen. Schick sie alle zu dir, alle in einer Linie. Mach ich. Einfach reinhalten. Halt voll rein. Boah, das ist der Instakill noch krasser. Oh, Instakill, ja, das hol ich dir. Und jetzt halt nochmal rein. Digga, sind das viele! Holy fucking shit, dafür brauche ich mehr Feuerrate. Sag ich doch, genau was ich gesagt habe, wie witzig. Was ist das? Voll bei dir. Guck mal, ich töte dich mal ein. Digga, da brauche ich 600 Schuss MG. Das macht halt echt Bock, ne? Ich leck's auch rum. Levelt auf wie Sau. Ja, das ist extrem okay hier. Nicht den Nuke nehmen, ne? Das wird's auf keinen Fall. Soll ich jetzt mitgehen? Was? Soll ich mitgehen? Überlass ich dir. Ich hoffe. Darf halt auf gar keinen Fall sterben. Du hast einen Self-Rest. Du gehst alleine. Der Reaper ist jetzt exfiltriert, weil er super Lags hat. Ich bleib jetzt noch einmal, dass gleich nochmal ganz viele Zombies kommen und dann exfiltriere ich. Wenn ich sterbe, habe ich alles verloren, was ich gesammelt habe und das wäre ultra Arschritze. Töte ich aber alle Zombies, kriege ich super viel Waffenlevel XP und den ganzen Bums. Nimm mal die Nuke. Ach, schade. Naja, wollte ich gerade. Wie gestern mit der Blue mit 400 Schuss. Ja, das war krass. Die hat geschallert. Was habe ich da, wenn ich nach rechts drücke? Das ist ein Jugger oder sowas. Ja. Ich glaube, die nimmt man nicht mit, ne? Streaks, oder? Vielleicht nimmt man die mit. Wenn man die mitnimmt, wäre krass. Weil dann haben wir einen Insta. Warte mal, man nimmt die mit, oder? Ich habe meinen auch behalten. Das wäre krass, der Jugger, weil damit können wir die Mega Abomination instant killen. Behalt den auf jeden Fall. Ja, also, okay. Was heißt instant? Aber der wird absolut geschreddet. Jetzt müssen noch ganz viele Zombies wieder erstmal spawnen. Ja.
Game auch neu, Alter. Sicher, sicher. Wir waren auch beide Snowskins, obwohl wir Skins anhatten. Warum? Digga, ich hab noch gar nicht Exfiltration gedrückt und das vorhin schon so viel. Ja, ja, deswegen sag ich ja auch immer warten. Alles mitnehmen an Zombies, bis ruhig wird und dann exfilen, dann kommt da nochmal eine Masse. Ich mach mal einen Schuss. Vielleicht mache ich Body One-Shot. Ich hab nicht gemerkt, dass mehr Damage ist. Einfach cool draufhalten. Höhere Feuerrate besser hier. Glaube ich mir. Ja, ne? Ja, 40 Schussbrauch, jetzt ist auch nicht viel. Wann soll ich mal Ex-Feel aktivieren? Jetzt, ne? Oh, wenn nichts mehr los ist, dann. Schön damit wieder spawnt. Wenn es knapp wird, wenn du zu sehr gekloppt wirst, L1, R1, ne? Fähigkeit rein, bis Full Life und Z Musik kommt. Ja. Digga, sind das viele. Kann hier ein Supersprinter spawnen? Nein. Zone 1 gibt's das nicht. Deswegen Digga, ist das sind ja so das viele. Augen auf, Einsatzteam. Bin gleich da. Digga, wie viele. WTF. Halt, die sind so schwach, aber es sind so viele! Ja, das ist geil. Digga, die sind alle One-Shot, aber ich kann trotzdem nicht stehen bleiben. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Das levelt die Waffe halt wie Sau. Ja, und schon ab Level 7 kannst du schon gefühlt die besten Aufsätze draufpacken. Das ist halt geil. Also wirklich, kannst alles draufpacken gefühlt. Erweiterte Max, Rotpunkt, Laser, alles. Krasser Scheiß. Ich muss jetzt ins Flieger rein, ne? Oder? Ja, langsam soll es gehen. Nimm die Masse da noch mit. Hätten Lex doch auch bei dir. Ja, jetzt Lex, aber hart. Das hat sich so gelohnt, Alter. Geil. Evakuierung geglückt. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe Pack-a-Punch mitgenommen, blaue Seltenheit mitgenommen, der, ganz der viele Perks Juggernaut, mitgenommen. Den ich, by the way, auch noch nie gefunden habe, irgendwie witzigerweise. Zweimal sogar Pack-a-Punch. Geil. Ich hoffe, den kannst du mitnehmen. Den hast du ja ausgerüstet. Ja, ja. Das wäre echt ultra strong. Bei Streaks behält man. Ich behalte meinen auch. Das ist so perfekt, ne? Wir können den Kill-Auftrag so locker machen mit Juggernaut. Juggernaut. Geil! Wenn der Big Boy kommt halt. Ich habe auch direkt goldene Verbesserung. Ich könnte eine Waffe sofort Gold machen. Und Packer Punch 2 machen. Ich bin so ready eigentlich. Ich habe so Sachen gefarmt. Level 25. Die Bass B auf Level 4. Ne, 5, gut. 6, ja, 7 oder sowas. 7, wow. Das lohnt sich. Okay. Jetzt müssen wir uns bereit machen zum... Ich nehme ein Pack-a-Punch mit, ja? Stehvermögen. Elementar-Limo, ist die gut? Was nehmen wir alles mit? Käse-Bowser kommt. Der hat gar keinen Bock, habe ich das Gefühl. Witzig. Ja? Ich nehme 3 Perks mit. Seltenes Ether-Werkzeug und Instant-Punch. Was noch? Oh, nee, ich habe ein lila Werkzeug. Wollen wir das mal machen? Ja.
Aber warum? Lila ist, wird da nicht so doll reichen. Es geht zwar gut klar, wenn du dann Dreier-Punch bist, ne? Mhm. Aber, ja doch, nimm's mit. Wir wollen ja tryharden, volle Kanne. Ja. Weil dann können wir Zone 2 zumindest schon mal alles ready machen. Und ja, wir müssen mal deine, also mir macht's ja, mich muss ja nicht jucken, aber es sieht nicht so geil aus bei dir, ehrlich. Ja, aber lieber runter. Wie meinst du? Nee, ja, ich hab nur Tryhard-Settings. Ich hab doch keine Schönheit-Settings. Bro. Grafik, da ist Field of View drin, ja? Ansicht, ja. Ja, genau, Ansicht. Zwei rechts. Ansicht, ja. Dann machst du mal... Hey, der ist doch schon voll viel. Wann hast du es gemacht, aber? Nee. Du warst gestern 60. Ich spiel immer 110, immer 10 unter Dings. Okay, na gut, dann ist das schon mal weg, aber... Ja, ich habe halt 120, deswegen kamst du vielleicht auch. Aber gestern hast du doch also, das war komplett Klaustrophobie gestern. Ich glaube nicht. Welche Waffe spiele ich jetzt? Ich fand die Bass B jetzt auch nicht so geil. Was noch? Wir müssen noch mehr bei dir hinkriegen. Sieht furchtbar aus. Ändern? Fuck, du hättest mir meine Waffe geben können, oder? Nee, ich hatte selbst keine mit. Okay. Ich habe keine Waffe. Wenn ich dir meine droppe, kriege ich halt Cooldown auf die. Was sind die DM56? Warum hast du gesagt, Kampfgewehre sind? Ist das locker DMRs oder nicht? Ja, kann auch DMR sein, stimmt. Aber was? Sind Kacke, sie sind mies scheiße, also wirklich. Was sind denn Kampfgewehre? Du merkst auch selbst, guck mal auf die Schuss, die ja, haben. Ja, du hast recht. Ist Quatsch. Auch Kampfgewehr, auch beides eine Quatschklasse für Zombies. Wo ist der Unterschied? Es gibt doch immer Sturmgewehre und dann DMRs und dann MPs. Was sind denn Kampfgewehre? Ja, keine Ahnung. Auch Sturmgewehre mit weniger Muni, mehr Durchschlagskraft. Crazy. Die dachten, hey, wir wollen mal was Neues machen. Nur eine neue Sturmgewehrklasse einfach. Ich kann dir eine geile MP oder eine geile AR mitbringen. Ich nehme die Bruin, okay? Habe ich hier noch eine geile Schmuggel-Bruin? Die ist weg! Ich habe noch eine geile Schmuggel-Holger 556. Die kann ich dir mitbringen. Mit Aufsatz und allem? Ja, 5 Aufsätze. Die nehme ich, das wäre super. Geil, okay. Dann nehme ich den ganzen Stuff mit. Also, da nehme ich aber trotzdem eine Waffe noch mit für mich. Ja, irgendwas, was du leveln willst halt, ne? Vielleicht nutzt du es ja. Aber ist nicht so wichtig tatsächlich. Kannst du auch sein lassen. Nimm mal deine Waffenschmiedwaffe nicht mit, damit du keinen Cooldown hast, wenn wir sterben sollten. Nimm mal keine Waffenschmiedwaffe mit. Nimm mal nur eine Schmuggelware mit, wenn du die verlierst, juckt's halt nicht. Wenn du deine Waffenschmiedwaffe aber verlierst, also deinen versicherten Platz, dann hast du 1,5 Stunden Cooldown darauf, weißt du? Das sagt. Sicher, wenn du eher eine von mir spielst. Ätherschleier. Ist man da unsichtbar? Ja, aber die ist ass. Die haben die so genervt. Echt? Von Cold War war die übel krank. Aha. Die ist jetzt übel scheiße einfach. Die hat irgendwie so 3-4 Sekunden gefühlt. Oder 5 Sekunden maximal. Das ist sau ätzend. Okay. Glaub mir, wilder Wächter einfach nur, um deine Shields hochzupimpen. Das ist extrem stark. Oder... Heilaura halt, ne? Auch cool, ja. Lad mich schon mal ein. Warte, ich mach mir eh auch noch gerade ein Bild. Wir müssen eh auf Sebo warten. Sebosti an Boasty. Oder wir gehen gleich zum allerersten Mal in Zone 3. Skin, stimmt. Kann ich die denn jetzt nochmal ändern? Ah, kannst du gar nicht. Dein Operator hat nämlich... Deswegen spielst du die ganze Zeit den. Kannst du dich ändern. Warte, bis dein Operator stirbt oder gecrashed wird, dann... Du kannst ihn eh nicht ändern. Du musst diesen Operator spielen. Oder geh mal auf den drauf und guck mal, ob du Skin Change machst. Spielen? Ja, die sieht doch fantastisch aus im Game, ehrlich gesagt. Tomb Raider sieht doch gar nicht so aus. Lilith, ist das random? Nee, kannst du nicht ändern. Also die Holger für dich, aber was nehme ich mir mit?
Kacke, meine ich brauche OP-Waffen. Aber die guten ARs habe ich schon alle weg. Quäse es nicht. Irgendwie nehme ich die Shotgun einfach mit. Dreh durch mit der. Machen wir so. Okay. So schade, dass Homelander weg ist. Ja, fuck. Ohne Witz, ich schreibe Activision. Hm. Okay. Ja, wir warten auf Sebo, Alter. Was macht der? Wie ist die Information? Ist eine verdammt gute Frage, was der macht. Ist schon echt gut, die Frage, weißt du? Fett ist. Okay, dann packe ich mir jetzt auch nur geisteskrank OP-Stuff ein, ja? Checkst du mich? Das wird dann jetzt die OP-Runde. Den auch noch ein. Du kannst Homelander immer noch kaufen. Du musst nur beim Einsatzteam den Charakter suchen und dann wird das Bundle angezeigt. Warum sagt er das? Ja, deswegen haben wir auch so viel Zeit gewastet, den zu suchen. Ist Homelander ein eigener Operator oder ist der ein Skin? Ich glaube, der ist sogar ein eigener Operator. Kills mit Frostschaden brauche ich. Also ich bin ready. Ich bin verdammt ich tanky. Ich bin ready. Ich bin super ready. Also Sebo macht einen 31er. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist da los? Was war denn die Absprache? Ja, komm, mach noch ein Game. Ja, ich komme. Jetzt ist er da immer noch ein Game. Macht noch ein Game. Ja, da habe ich geschrieben, ja, komm jetzt, wo bleibst du? Oder er sagt, ja, ja, ich bin dir gleich da. Und jetzt ist er immer noch ein Game. Ausgesprochen merkwürdig. Warum? Was ist jetzt? Wie geht's ja, keine Ahnung. Rauch raus. Das ist Quatsch. Das ist ehrlich Quatsch. Ich hör mal rein. Warum denn erst kein Skin und kein eigener Operator? Stimmt, Messi gab's doch auch in den Game, oder? Messi? Ja, Messi und Neymar waren drin. Als Operator? Als in Call Skin. Of Duty? Nein. Echt? Ja, ja, safe. Bist du so von Lionel Messi getötet, was? Warum hab ich das noch nie gesehen? Digga, der macht jetzt eine Verlosung. Vielleicht ist ja ein Placement, dann okay. Was? Ist der ein Placement? Sebastian? Ist er eigentlich, oder? Kann ja nicht sein, ja. Homelander ist raus und war ein eigener Operator, kein Skin. Ja, dann ist der da nicht, weil unter Einsatzteam gibt's den nicht. Ja, stimmt.
Es war nicht mal allzu lang her, dass man die noch kaufen konnte, ne? Du hast den echt knapp verpasst, tatsächlich. Ich hab den nur um 1-2 Tage verpasst, ich weiß. Das ist heavy. Ja, lad mich schon mal ein, ne? Ja, okay, mach ich. Okay. Wie heißt du? 2x94. Heißt du nicht? Doch. Du heißt nicht Trimax94. Wofür steht die 94? Nice, das geht. Mein Geburtsdatum. Du bist einfach 4 Jahre älter als ich und es kommt mir einfach nicht so vor, ne? Ist das kann nicht sein. Echt jetzt? Ja, das ist brutal. Bist du 98er? Mhm. Digga, du bist das gleiche Jahr wie mein kleiner Bruder und der ist richtig klein. Ja, ne? Digga, als ich 18 war, warst du 14. Das ist ja ultra komisch. Das Ding ist, ich habe 4 ältere Geschwister. Weißt du? Ja. Da ist das Hallo. Dann so. Dann ist man auch irgendwie so. Hey! Hey! Du hast die ganze Zeit gelassen, The Boasty an Boasty. Ja, aber das ist ein Spiel, das darf. Guck mal. Soll ich dir kurz erklären, warum? Ja, komm rein, ich halte. Aber komm rein, während du erklärst. Ja, ich starte. Ich renne. Gut. So, und dabei erzähle ich. Dieses Spiel, was ich gerade gespielt habe, da hat unser Management so gesehen, die Exklusivität dieses Spiels als erstes zu spielen so und zu streamen, weißt du? Da darf gerade keiner. Und dieses Spiel ist halt ein krankes Spiel, wo ganz viele Leute drauf warten. Ja? Und deswegen wollte ich das jetzt halt spielen ein bisschen und den Leuten das schon mal zeigen. Okay. Ja. Zählt. Zählt, danke. 1994, süß, da war ich schon 15. Alter, Digga. Das ist ja krank. Ah, Update, ich komme sofort. Das dauert nicht lange. Wir gehen in Zone 3, ne? Drin oder? Ja, ja. Wir waren eine drin. Okay. Wir waren eine drin und gehen in Zone 3. Weißt du was, ich habe heute Morgen erst alles für die Steuern so fertig gemacht. Mhm. Und danach bin ich schön in Zombies reingegangen. Was? Wie süchtig. Solo? Ja. Solo bin ich reingegangen. Ich habe mir da, erstmal habe ich mir ein Pack-a-Punch draufgepackt, einmal. Und dann bin ich zum Exit gegangen. Und hast gefarmt. Da habe ich richtig gefarmt, ja. Gut, smart. Und beim zweiten Mal, da war ich das zweite Mal noch drin und dann ist das Spiel abgeschmiert. Und dann dachte ich mir, oh fuck you, dann spiele ich dich halt nicht. Ja, es ist echt krass, wie die das so verhauen. Also es macht mich auch, das macht mich so traurig, keine Ahnung. Eigentlich so gute Ansätze hier, der Modus macht auch übel Bock. Und alles crasht, alles ist mies verbuggt. Es ist Wahnsinn, also ich habe noch nie so viele Bugs gesehen. Du gibst mir eine Waffe. Ja. Reapers. Guck mal, dass du deinen richtigen Operator mitnimmst, ne? Nicht, dass du jetzt mit Klauen reingehst und nix hast. Nein, ich hab doch hier. Geh mal bei. Ich hab ja nur einen Operator. Einsatzteam und nimm den mit, wo. Ich hab nur einen. Ich hab nur einen. Guck. So, bin drin. Das ist was anderes, ob du in der Lobby bist und welchen Operator du spielst. Okay. Ja, okay. Okay. Ist nur wichtig, dass du das machst. Digga, Sebo Level 50. So, jetzt mache ich hier meinen XP an. So? Das sieht so cool aus, wie ich die Waffe auch halte mit die Shotgun. Oh. Bei mir hältst du keine Shotgun. Das ist eine Shotgun. Echt, die kleine? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Let's go. Gib mir eine Waffe und dann gehen wir rein. Ey, bist du full equipped, Sebastian, ja? Wir gehen Zone 3. Ich will, dass du alles mitnimmst, was du hast. Alles mit, was du hast. Farben, all das Beste. Volles Rohr musst du. Bauplan habe ich. Ne, doch nicht. Ja, gut, dann ist schade. Ja. Ich hab nix. Guck mal in deinen Rucksack. Du guckst ja auch bei deinen Blueprints. Ist ja auch völlig aus. Ja, Rucksack ist komplett leer. Leeres Kann Lager. Das sein? Alter, der hat einfach gar nichts. Das ist abgeschmiert, der hat alles verloren. Ja. Der Mann ist auch. Dann nehm ich dir mit. Ich nehm dir ein blaues Werkzeug mit. Ja. Und ein Instant Ethereum. Falsch. Ethereum. Soll ich dann am besten die RPK mitnehmen? Ich hab eine. Instant Pack-a-Punch. Ja, nimm eine starke Waffe mit. Du bist Level 50. Du hast dreifach so Spiel wie ich und dein Rucksack ist so Arsch. Hä? Ich hab gestern mit euch und heute Morgen vielleicht 1,5 Stunden. Und dann ist das Spiel abgeschmiert mit allem. Ich such jetzt. Du suchst. Ich hab die Sachen für dich dabei. Sauber, danke. Max, du warst ja gerade und hast geresert. Ich krieg noch 25 Lappen von dir, ne?
Ja, 40 vom von Trocknen. Ja, für Trocknen. Hallo, Max? Ja. Das warum ist so geil, du deine immer, Schuld nicht? Ja, immer wenn einer die Schulden anspricht, dann 10 andere, ey, ich krieg auch noch was von dir. Was ist das? Haben wir eine Sechser-Lobby gefunden? Was ist das für eine Scheiße? Hä? Wir wurden gerade 6 Spiele angezeigt, rechts oben. Oh, da fehlt erstmal die Lobby. Nom, nom, nom. Das ist ein Kack-Emblem, das habe ich nie ausgewählt. Bitte stell deine Grafik richtig ein. Viel zu hell das Spiel, zu blass. Ja, bei dir sieht echt beschissen aus als bei. Oh, hilfst du mir dann schnell noch kurz? Das geht jetzt nicht mehr, oder? Oder okay. Doch Einstellung. Aber das muss ich aber verlassen. Wird jetzt knapp. Nee, nee, nee. Kannst du Escape oder. Lobby und Party verlassen kommt dann, wenn ich Escape drücke. Hey, Options einfach. Gibt's also nicht. Auf dem Controller. Naja, ja, Grafik. Wir können auch rausgehen. Komm, wir gehen raus, dann gebe ich euch alles durch hier. Ja, komm, die guten. Okay, Options. Willst du auch anpassen, Sebo? So bestmöglichen Tryhard-Settings für Warzone und nee, sowas? Nee, er braucht nicht Tryhard, er hat 2 PCs. Okay, dann gehe ich alles nein, durch. Junge, Grafik. Ja, Anzeige. Qualität oder Qualität? Anzeige. Kann man da irgendwas machen bei Anzeige, warte? Weiß ich nicht. Ja, aber nee, perfekt Qualität. Machen. Qualität, ja. Also da habe ich empfohlen, da musst du. Und dann gehen wir alle durch. Auf empfohlene zurücksetzen. Nee, lass Benutzer definieren, dann gebe ich dir alles durch. Ich sehe das selber. Okay. Also Upscaling, ja. Nvidia DLSS. Upscaling, Nachschärfung. Nee, das bleibt 100. Renderauflösung bleibt bei dir 100. Ja, aber die Upscaling, Nachschärfung. Nee. Renderauflösung. Okay. Renderauflösung? Ach, das wäre, weil empfohlen ist, kannst du das maybe gar nicht machen. Das heißt nicht empfohlen. Geh mal runter. Gehen wir einfach ab Details und Texturen. Sehr gering. Okay. Texturauflösung sehr gering. Habe ich. Weil mir sieht das Game geil aus. Okay. Texturfilter normal. Texturfilter? Mach mal auf empfohlen zurücksetzen. Dann hast du dasselbe wie ich, weil sonst ist alles ja. Kaputt. Mach das mal. Leistung. Aber auf Leistung, ne? Okay. Ja. Okay, jetzt. So. Ich guck mal auch bei dir. Das ist 100 geblieben. Nvidia DLSS, sehr gut. Mhm. 80 RAM Skalierung habe ich auch. Dann sehr gering, normal. Sehr gering. Texturfilter normal. Ja, Tiefenschärfe habe ich an, aber was mache ich aus? Scheiße, warum ist das überhaupt Dings? Ja. Detailqualitätsstufe hoch, Partikelauflösung hoch. Kann aber auch gering. Braucht man auch nicht. Einschusslöcher, dauerhafte Effekte, beides an. Ja. Das sind gar nicht so die besten Settings, merke ich gerade, was ein Scheiß. Ja. Aber mein Game sieht gut aus, tatsächlich. Okay. Mach beides an. Shader-Qualität gering. Shader-Qualität gering, okay. Textur-Streaming auf Abruf aus. Lokale Textur-Streaming-Qualität normal. Schattenqualität ultra. Screen-Space-Schatten. Schattenqualität hoch. Ultra. Ja. Du hast auch einen krassen PC. Also, das wird er schon schaffen irgendwie, oder? Boah, mit Aufnahme weiß ich nicht. Weiter, ja? Ja, dann mach das runter. Screen-Space-Schatten hoch. Umgebungsverdeckung, statische Objekte, GTAO, keine Ahnung. Ja, krank. Du kommst aus so einem Scheiß. Ich hab das nicht eingestellt. Also ich glaube, der hat das einfach übernommen. Screen Space Reflexion normal. Ja. Aber sieht halt gut aus. Statische Reflexionsqualität gering. Umgebung, Tessellation in der Nähe. Max. Ja. Hoch. Ja. Hoch. Ja. Hoch. Hoher. Ja. Aus. Wasserqualität aus. Speichern. Ja. Also sind, glaube ich, echt nicht die besten. Aber es sieht halt gut aus bei mir, es funktioniert komplett. Okay. Bei Ansicht müssen wir nichts machen, ne? Ich weiß es nicht. Bewegungsunschärfe, Bildrauschen ist eh aus, passt. Ansicht. Externe Ansicht. Weltbewegungsunschärfe aus, Waffenbewegungsunschärfe aus. Bildrauschen 0. Hast du auch, ne? Minimal. Externe Ansicht ZV. Oh, ich habe beides Standard. Ich habe beides minimal. Warte, sag nochmal, wo war Bildrauschen? Bei Option, Qualität? Grafik, Ansicht. Ansicht. Bildrauschen 0. Da ist bei Kamera das hast du nicht gefunden? Bildrauschen raus. 0. Vielleicht ist es das. Ja, das ist es. Zurück, ja? Kein Problem, Sebastian. Danke. Ich hab dich doch schon wieder. Ja, bei. Mann, Alter. Juhu. Ich hab jetzt gespeichert und ready up. Kacke, 7 Minuten XP-Boost verloren. Ich hab jetzt alles für dich mit, Sebo, ne? Das ist geil, ich hab auch noch ein Wort für dich.
Ich nehme die RPK auf 120 extra mit. Sind alle ready up? Ja, wir suchen. Gut. Ich sehe zwar Sebo nicht mehr in der Lobby, aber... Aber ich bin drin. Da ist er. Häuptling, unser Schild ist abgelaufen. Häuptling, unser Schutz läuft bald ab. Und dann dein Dorf wurde angegriffen. Ist immer die beschissenste Nachricht. Was war da eigentlich los, Max, mit den Clan, mit der CWL? Was war da? Du hast sie nicht mitgemacht. Ich mach keine CWL mit. Ich hab, glaube ich, jetzt in einem Jahr vier oder fünf CWLs gespielt. Hast du mitgemacht, weil du dann sagtest, wegen den Hammern? Wegen den. Ja, Hammern. Wegen der Hammern. Wegen des Hammers. Ey, ich hab 200 MS, bitte nicht in-game wieder. Ziele ausblenden? Achso, kann man wieder nicht drücken, was für eine Scheiße. Weil du hast jetzt so gesehen zwei Hammer wieder verloren, ey, ne? Ey, warte mal. Ey. Bevor ihr was einsetzt jetzt in-game, wenn mein Zweier. Ich hab Paketverlust. Wir müssen raus. Habe ich die ganze Zeit immer, auch Multiplayer hatte ich dann immer. 200 HP, wieder Paketverlust. Ja, also wir lieben nicht, nein. Wir gehen per Helikopter sofort wieder raus und setzen nichts auf unsere Waffen. Ich kann dir aber schon mal deine Waffe geben, bevor wir jetzt irgendwas nutzen. Stimmt, da habe ich die schon freigeschaltet, ne? Ja. Wenn du die noch nicht hast, das Sturmgewehr halt, ne? Olga 556 oder was auch immer das war. Ja, ich habe 11% Paketverlust und 220er Latenz. Ist das krank? Vodafone? Was? Oder ein... nicht mehr? Nein, das ist... Ich habe noch nie Vodafone. Ja, spiele ich. Ach so. Ja, habe ich gar kein Internet, als dass ich Vodafone nehme. Okay, sauber. Hier, Max. Ich bin bei dir. Das ist für Sebo. Kannst ja Sebo sein Stuff schon mal mitgeben, damit er das tragen kann. Aber benutzt nichts davon. Auf keinen Fall was nutzen. Ich habe Angst, dass ich es aktiviere. Ich drück ablegen, Sebo, ja? Komm her. Nicht, Sebo, du darfst das nicht mit Viereck. Also, du musst gucken, dass du das ins Inventar packst. Nicht ausrüsten. Ist ganz wichtig. Da steht halten zum Einstecken. Ja. Ja, Tab ist da bei mir, sorry. Jetzt ist Blitz weg. Oh, jetzt habe ich auch Lex, krass. Wechsel das Magazin. Drück mal, das können wir mal auch für dich aktivieren, dann weißt du, wo das ist. Geh mal auf Options. Also, ne? Zahnrad-Interface. Ja. Interface. So, wo ist der Spaß? Wo ist der? Hartgrenzen, quadratisch, nee, Fadenkreuze, Treffermicherung, nein. Wo ist der Spaß? Mit FPS und Dings anzeigen. Da weißt du sofort, ob du aus einer Lobby rausgehen kannst, das ist ganz wichtig. Ah, das ist nicht schlecht. Menühinweise. Telemetrie, sagen die Leute. Telemetrie-Labelgröße oder was? Ja, das Notwendigste, genau. Mach das mal. Das habe ich zumindest drin. Wo ist denn das? Telemetrie, alles aus und dann mache ich das Notwendigste. Genau. Da ist es. Paketverlust, 12%. Ja, und du hast auch 200er Ping. Ja, wir haben einfach 200er Ping-Lobby. Lass sofort hier raus wieder. Dumm ist hier. Das. Das ist einfach ein Call of Duty. So weit sind die Exfils weg. Guck mal, wenn du auf Zombies schießt, Alter. Boah, Alter. Passiert gar nichts. Wir gehen in den Rift zusammen und dann fliegen wir rein. Ja, roger that. Ey, ist so eine halbe Stunde später. Oh mein Gott. Ist das frech. So war die Runde, wo wir vorhin gezockt haben. Bei mir die ganze Zeit. Überleg mal. Geht in den Rift und ich hab markiert den X-Ray. Gelb. 700 Meter. Aber auch schön weit oben. Sofort raus hier. Hey Reapers, was ist ein Söldner-Konvoi machen? Ich will's echt auch wissen. Ja, den muss ich auch machen. Ich auch, ist aber hart. Guck mal, hier ist der Sturm. Der wird immer größer. Boah, wenn die Zeit abläuft. Wieso ist der schon da? Der ist schon da. Und da sind auch Dreierstufe-Zombies und so ein Scheiß. Crazy. Ich hab so Angst, den Fallschirm zu ziehen. Sofort raus hier. Was für eine Scheiße. Alles klar. Aber nur weil ihr so nett gefragt habt. Warum? Warum läuft alles so sloppy in dem Game? Boah, sind die Schüsse late.
Oh, sind die late. Ist das krass. Du musst dir vorstellen, habe ich die Runde gespielt, wo wir vorhin gezockt haben. Während bei dir alles normal war. Man muss so ein bisschen predicten, wo die Zombies hinlaufen und dann da hinschießen. Heute Morgen hatte ich da ganz schlimm. Die waren richtig am Rubberbanden. So also richtig krank. Ich hatte gefühlt unendlich Munition. Vielleicht ist dein Gamma-Wert auch so hoch. Deswegen ist dein Spiel so schwammig, Max. Ja? Ja, ja. Das schreiben die Leute auch. Vielleicht hast du Gamma extrem hochgepimpt, weil du es einfach liebst, dass in deiner Zentrale alles leuchtet. Ich mal abchecken. Mach mal. Weil es sieht immer noch schaumig aus bei dir. Weil ich habe voll die schönen Farben. Bei dir ist alles einfach grau. Bei mir ist auch gefühlt alles grau, glaube ich. Obwohl ich auf maximalen Settings spiele. Ja, keine Ahnung. Echt wacke Settings irgendwie. Nee, das ist zu niedrig, Max. Du musst schon so, dass genau wie es da steht. Kaum sichtbar und sowas. Ja, war doch richtig, oder nicht? Was noch? Okay. Was ist denn der Blödsinn hier? Du hast freigeschaltet. Warum haben wir so viele Probleme, wenn wir zusammenspielen? Das verstehe ich nicht. Das ist doch immer so. Ich spiele heute schon wieder 6 Stunden, die letzten Tage auch. Und ja, allein, weil wir zusammenspielen, kracht alles komplett. Kann man hier überhaupt Server irgendwie einstellen? Deine GPU ist auch komplett warm wegen deiner Grafikkarte, wegen UBS und sowas, ne? Ja, ja. Nur PC-Setup, glaub mir, das ist die Meta. Boah, ne, nicht mehr. Doch, komplett. Komplett. Das ist so unfassbar fehleranfällig. Ich glaube, wenn ich ein Dual-PC-Setup hätte, hätte ich keinen Bock mehr zu streamen. Also, allein, dazu alleine, noch zweimal die Woche. Alleine, dass so oft ein Game crasht oder irgendwie deswegen dein PC abschmiert und du Bugs hast, OBS-Bugs und du Stream neu starten musst, das passiert bei Dual-PC-Setup nicht. Ja, gut, hast du nicht. Musst es nicht schon tausende Mal alles Stream neu starten, ne? Gut, nee. Okay. Ich suche neu. Ja. Meine Waffe ist. Wo ist meine Waffe hin? Ready abmachen? Breit. Ach, die habe ich dir gegeben, ne? Die hast du. Die Holger da. Ja, ja, die habe ich. Hatte heute 5 von 9 Runden Server Crash. Boah. Es ist krass. Also es ist wirklich krass, wie schlecht die Performance ist. Nicht, dass du hast du VPN oder so an oder irgendjemand von euch? Zufälligerweise? Hatte ich noch nie gehabt. Ja gut. Dann sind die einfach dann. Da gibt's ja keine Ausreden für. Einfach Clowns. Ich will so sehr in Zone 3. Kann man in der Pre-Game-Lobby vielleicht schon sehen? Das ist ganz cool. Wie viel, was für ein Ping man hatte. Konnte man vorhin sehen, Chat, als wir in die Lobby gejoint sind, was für eine Latenz da war? Ja, war 200. Ach, guck mal, wir hätten vorher schon sehen können. Ob wir rausgehen sollen oder nicht. Hm, aber jetzt ist gut, oder? Jetzt scheint gut zu sein. 15 MS. Jetzt ist gut. 15er. Ja. Ja, ich habe wieder den Frankfurter Ping, das ist er. Gut, jetzt konzentriert euch aber, ja? Ja, ja, wir sind ready. Ey, wir müssen volle Kanne arbeiten, ne? Wenn da irgendjemand stehen bleibt, um 3 Zombies zu töten, oder, ne? Dann kracht's. Wir müssen ja, keine laufen Hammer sein. Wir packen alles OP auf die Waffe, gehen sofort Zone 2 und machen da Aufträge, um Geld zu verdienen. Ja? Also gut. Ich flieg noch, ich hab nur Luftsound gerade, ne? Ich sag nur. Ich hab schwarze Bild und Luftsound. Zeitüberschreitung, Verbindung zum Host, zum Server verloren, ja. Verlassen. Mann. Das heißt Inventar verloren, ne? Nee, eigentlich Nein. Nicht. Nee, ist noch da. Alles da, ja. Boah, ist das krass. Also, wir sind einfach mal hier in der Lobby, ne? Wir suchen nochmal einfach straight up. Mm-mm.
Ich bin noch drin, ja. Ja, ja, ich suche. Bin schon am Suchen. Also so damals. Nein, 2018. Raus, bei mir steht Instanz Inventar wird heruntergeladen. Raus. So, jetzt, warte, zack. Zombie, boah. Jetzt. Boah, warum überhaupt so früh heute drin? Hast du wegen so Bock, Max? Ja, ja, ja. Geil! Das ist schön. Ja, ist es auch. Ich suche. Mehr suchen als suchen geht nicht. Schrotflinte, 75 Abschüsse. Da habe ich für online die Langbogenwaffe. Longbow ist, also wenn das, DMR oder so, ne? Als es damals so 2018 mit Blackout rauskam, da denke ich mir, okay, wenn es da so Schwierigkeiten hat, erstes Battle Royale. Oh, mein Inventar ist leer. Call of Duty. Nee, oder? Inventar bearbeiten, doch. Ja, vielleicht hast du falsch. Ich bin komplett rausgeflogen. Ja, ja, ich bin wieder hier. Hast du den Skin geändert oder ein Operator oder so? Ich zieh euch immer. Hast du nicht, du hast deinen Operator Einsatzteam hast du gewechselt. Nein, das ist der andere. Und hier habe ich keine Waffen, nix. Ja, guck mal, ob du ihn ausrüsten kannst. Ist da ein Timer? Du hast ihn Schmuggelware vielleicht. Wenn du eine Waffe auswählst, dann unten gucken. Nein, versicherter Platz ist halt meine Schmuggelware. Die RPK ist weg und deine Sachen, die du mir gegeben hast, auch. Die sind auch nicht im Rucksack. Die sind weg. Das ist tough. Also ich kann dir eine dicke Waffe mitbringen, aber der Packer-Punch ist halt weg. Das ist ärgerlich. Boah, scheiße. Was für ein Saftladen. Ist das krass. Ich habe noch einen Packer-Punch. Ich nehme noch einen mit. Bro, du hast mehr Pack-a-Punch aus meinem Rucksack benutzt als ich. Of all time. Ja, wir finden genug gleich. Wenn wir so rennen, wie Reaper sagt, dann werden wir looten und dann werden wir saftig absahen hier. Ich nehme. Du hast einen Punchy mitgenommen, ja? Hast du ein blaues Verbesserungsteil, Max? Nee. Hast du nicht? Ich hab für mich mit. Hm. Ich könnte noch ein blaues mitnehmen. Nimm ihm ein blaues mit und ich nehme ihn mit. Digga, dann ist aber alles weg. Ja, ja. Punch nehme ich ihn mit, blau nimmst du ihn mit. Okay. Boah. Ich hab gleich Packer-Punch gleich abgelaufen. Mach doch neuen rein. Die sind die Entwickler haben uns gerade zurück. Die Entwickler haben uns komplett in den Arsch gefickt. Und zwar richtig heftig. Vor allen Leuten, vor allen Augen. Ja. Heftig, ne? Dass die es sagen, aber auch. Ist das krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja, ja, ja. Das ist der Wahnsinn. Ich habe auch noch nie bei einem Release so viele Bugs gesehen. In keinem Spiel der Welt, glaube ich. Wie hier. Schwöre. Kein Spaß. Ist das jetzt sogar. War das nicht ein unglaublich schlechter Kritik? Weil das sollte nur ein DLC werden. Ganz ursprünglich. Ja, das neue MW3 sollte nur ein DLC werden. Das haben die jetzt einfach als Volltitel rausgebracht. Naja, Kampagne geht nur 3 Stunden auch. Die statt so krass, übliche 6, oh, 80 Euro. Das war Euro. Einfach für ein anderes Spiel so 15 oder 20 Euro DLC. Dann sind sie mit irgendeinem Call of Duty nicht fertig geworden und haben gesagt, okay, das nennen wir jetzt MW3. Ja, yep. So fühlt es sich auch an, wenn du die Kampagne zum Beispiel spielst. Genau so. Scheiße. Das ist schade, ey. Scheiße. Das Ding ist, das Core-Game ist einfach gut. Also es macht Spaß, dieser Zombie-Modus. Der Grind ist auch geil und vorzubereiten für Warzone dann ist auch geil, aber wie kann man sich so wenig Arbeit machen mit 80 Öcken-Game? Das ist krass. 80 Euro. Heftig. Zumal, das ist ja nicht mal ein Grafik-Update. Also, ne, das ist ja, das sieht halt aus wie immer. Also, finde ich. Also, es ist, grafisch ist auch nicht viel passiert, aber Movement-wise und, weißt du, passiert. Ja. Aber was soll da noch passieren? Ich will eine andere Map, ich will andere Waffen, dann will ich viele Noobs dabei haben und dann will ich keine Bugs und dann wird Warzone gespielt, Alter. Fertig ist. Ich meine, das ist ja ein geiles Game. Ja. Kann das noch so viel besser werden? Was erwartet ihr euch denn, wenn ihr jetzt perfektes Warzone rauskommt? Wo war Warzone eine richtig geile Zeit, wo irgendeine Map rauskam oder eine neue Season oder sowas, wo alle gezockt haben nochmal? Da war es doch übertrieben geil. Du hast Caldera halt viel gespielt, aber ich hab's nicht gefühlt. Aber weiß ich Verdansk. Noch. Verdansk ist das Allerbeste gewesen zum Start. Ich hab nur Blackout gesuchtet wie ein Irrer. Das ist so krank. Das war auch cool, Blackout. Das war auch echt cool. Ich hab's auch dumm gezockt.
Ja, COD ist halt einfach mein Game, ne? Wir haben damals angefangen, wir hatten das von unserem Händler hier, immer so ein, zwei Wochen vorher, und dann konnte man halt schon spielen, weil die Server halt online waren. Da war so krank, so eine geile Zeit. Ja. Und jetzt einfach Arschritze. Was verkauft sich trotzdem so geisteskrank, ne? Es ist der meistgespielte Multiplayer nach Fortnite so. Also das ist halt lächerlich, ne? Also egal was ist, die Leute kaufen wie blöde. Der Name ist so schwer einfach. Die gehen in den Laden und kaufen sich das. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe mit? Ich habe die falsche Waffe mit. Halt deine Hier war ich heute Morgen. Hier ist so geil der Exit. Ich habe keine Waffe. Keine. Ich habe keine Waffe. Das ist geil. Du hast nichts mit einfach. Hast du, guck mal deinen Rucksack an. Hey, ich habe auch nichts im Rucksack. Oh mein Gott. Der ist leer. Da ist nur mein Kristall. Ja, auch nur der Kristall, den ich mitgenommen habe. Ja, wir haben alle unser Inventory verloren durch den Bug. Gehen sofort alle. Was ist das? Warum ist alles weg? Ich hatte Wir haben das Ganze, wir haben 3 Stunden unser Inventory zusammen gefarmt. Das ist weg. Das Vielleicht ist das noch im weg. Rucksack. Das kann ja nicht sein. Wir haben es ja gerade gesehen. Das ist ja anscheinend ein Bug gewesen. Es ist bei allem weg. Das können die nicht ernst meinen, Digga. Ich hatte so ein Priester. Boah, ist das krass. Also egal, weißt du, was ich mit hatte? Das Level ist, glaube ich... Level 2 Packerpunch und einen goldenen Waffenschlüssel hatte ich mit. Halt deine Fresse. Das allerbeste, was es im ganzen Spiel gibt, habe ich mitgenommen. Wenn das jetzt weg ist, Digga, also wirklich. Leute, kauft euch auf gar keinen Fall Call of Duty. Kauft euch gar keinen Fall Call of Duty. Nee, macht's echt nicht. Macht das echt nicht. Das ist ja krank. Ich bin gerade schockiert. Also ich habe schon viele schlechte Releases gesehen. Aber das ist bisher der schlechteste, seitdem... Das ist echt kacke heute. Seitdem ich lebe, ist das der schlechteste Game-Release aller Zeiten. Ja. Ich hab's gecallt. Ich hab auch noch nie so was Verbuggtes gesehen wie dieses Game. Noch nie. Und ich habe verdammt viele Spiele schon gespielt, aber das habe ich noch nie gesehen. Achso, stimmt, es gibt den Dreier-Kristall, der ist ja schon Gold. Was gibt's noch besser als Gold? Goldenen Schraubenschlüssel und goldene Packer-Punch-Kristall hatte ich mit. Und sau viele Perks und Verbesserungen. Alles. Einfach leer. Mein Rucksack ist weg. Es ist alles weg einfach. Ja, und jetzt? Ich sag, unser Inventory ist weg. Genau wie bei Sebo. Wir hatten nur einen Grafikanzeigefehler, dass uns das noch gezeigt wurde, dass wir es noch haben. Ja, glaube ich auch. Ja, das müssen wir jetzt gucken. Ja, so wird's sein. Ja, wem safe. Renne ich denn jetzt hinterher? Ich hol da markiert. Fahrzeug. Gelb. Ja, wegen gelb. Fahr nur. Ja, weißt du, wie du fährst? Du stehst auf dem Ding gerade drauf. So sieht der bei mir aus. Hatten wir vorhin auch den Bug. Kennen wir schon. Du bist ja in seinen Eiern. Das ist auch ein Bug wieder. Mann. Also das Spiel hat maximal Bugs. Ist das der Wahnsinn, Alter. Krass. Das ist echt krank. Krass. Ich habe jetzt nicht mal eine Waffe, dass ich da jetzt mitschießen kann beim Exfiltrieren. Ich hab einen XP-Boost drinne. Oh, hab eine Waffe. Raus, ja. Wir müssen laufen. Das war's doch schon wieder. Bin ich jetzt vor euch da? Ja. Bin komplett PPG-Driving. Dass die es wagen, sowas zu verkaufen, ist das respektlos. Vor allem durch Bugs irgendwie rauszufliegen und all seinen Stuff zu verlieren. Dass die da nicht nachdenken, ne? Das ist so schlecht durchdacht. Guck mal, da hinten backt einfach ein Baum bei mir rum. Hatte ich auch gerade. Ja, so ein halber, ja. Ja! Ist das krass. Ja, okay, also ich sag ganz ehrlich, wenn das so ist, dass wir gleich so richtig Exit und so ganz krank abcampen und dann Spielabsturz ist oder so, ist das letzte Mal das Spiel. Aber ja, nochmal alles verlieren, lohnt sich am besten nur zu warten darauf, bis die das hier fertig gepatcht haben. Aber es ist schlechter geworden. Also hier ist ja noch schlimmer passiert gerade. Es kam irgendwie vorhin so ein Hotfix, jetzt sieht es noch schlimmer aus. Bei mir buggen jetzt auch alle Bäume. Das war vorher nicht so. Was ist denn passiert? Das Game ist ja noch schlechter geworden. Ist das krass. Wir haben ja an Grafikeinstellungen nichts geändert. Was ist das für eine Waffe? Die habe ich ja gar nicht mitgenommen. Warum hab ich die?
Ich hab aber so Bock, die Zombies zu töten und die Hitmarker zu ballern und die Waffe aber besser zu machen und zu leveln. Rennen. Fliegen wir dann früher? Nee. Nee. Warum kamen hier so wenig Zombies? Ziele überprüfen. Jungs, guck mal aus dem linken Fenster. Krass. Was war das? Das geht? Oh, schon. Geil. Wir haben alles verloren. Hauptsache, wir haben einen Kristall behalten. Warum haben wir denn den Kristall behalten jetzt? Weil wir den neu reingetan haben. Das ist ja so massivst verbuggt. Wie kann das überhaupt passieren, Alter? Fast Level 51. Super. Kann das sein? Wie kann das? Ich fass es nicht. Oh, auf jeden Fall wieder aus der Party raus. Ja. Ist gut. Rucksack, alles verloren. Ist alles weg. All der OP-Stuff, den ich mitgenommen habe. Es ist alles weg, Digga. Ich hab zum allerersten Mal ein lila Upgrade gefunden. Ja, wir können heute nicht in Zone 3 kommen. Ja, wir können schon, aber es wird nicht besser. Ich sag, es wird einfach nicht besser. Ach, Digga, ist das abgefuckt, Mann. Und jetzt müssen wir viel das mehr arbeiten dafür. Das ist so schlecht. Es gibt 100 Bugs. Mehr als 100 Bugs. Das ist krass viele. Selbst mein Skin ist verbuggt. Das ist alles verbuggt einfach. Das hat so viel Potenzial. Das macht so Bock, aber es ist so kaputt. Ja, lass auch alle noch einmal neu starten. Ich hab's ja gerade neu gestartet, aber... Okay. Also, dann auch das... Dieser High-Ping und sowas, dass das manchmal nur manche haben, dann alle. Was ist das? Meckern auf hohem Niveau. Digga, wir farmen uns 4 Stunden lang Equipment, dann gibt's 500 Bugs ineinander, die zünden. Ich muss einen Konvoi töten. Die Konvois spawnen auf der Autobahn ohne Auto. Da sind einfach Menschen, die sitzen in der Luft und man kann sie nicht töten. Ich kann meine Herausforderung nicht machen. Ich kann nicht weiterspielen. Und all das Equipment ist weg. Alles Equipment ist weg. Wir wollten zum ersten Mal in Zone 3. Was machen wir jetzt? Neu starten einmal. Wenn es danach nicht klappt, dann scheiß drauf. Haben sie nicht verdient, dass du das Game streamst, sage ich. F in Chat. F in Chat für alle, die sich das Spiel gekauft haben. Das ist krass. Das habe ich glaube ich noch nie gesagt, aber das ist krass. Das ist echt krass. Das ist wirklich, ich bin schockiert. Ich wusste, dass es scheiße ist und ich dachte, wir müssen uns vielleicht 500 Mal einladen, klar. Aber das ist krank. Das ist richtig krank. Stimmt. Oh mein Gott, das ist so krank. Und ich bin so süchtig nach Zombies. Ist das eine Enttäuschung, Alter, krank. Oh, jetzt lädt der Shader oder so eine Scheiße. Jetzt leckt hier bei mir auch alles. Ist das krass. Oh yeah. Schön, dass ich Cooldown auf meine Waffe bekommen hab. Einfach, ich krieg Strafe dafür, dass das Game verbuggt ist. Darf meine Waffen nicht benutzen. Chillig. Korrekt vom Game auch. Danke. Ich kann nicht durchs Menü manövrieren gerade.
Ja, der lädt bei dir auch Shader wahrscheinlich gerade. Ist alles weg. Ich habe irgendeine random Striker-Schmuggelware bekommen. Ja, ich auch. Ich auch. Mit der Waffe, die wir da gerade hatten. Irgendeine super random Waffe einfach so bekommen. Ey, Mando, Alter. Wie können die es wagen? Mein ganzes Inventory ist weg. Es ist alles weg. Ja, also Zone 3 ja. In der Runde wird erstmal nix. Ja, ich würde das mal sagen, erstmal weniger rumholen. Ja. Dann gehen wir eine, müssen wir noch eine Loot-Runde spielen, ne? Ja. Ist doch easy, ist doch geil, hä? Wir zocken, hallo. Ey, der versteht tun wir doch wir nicht. Doch. Wir kommen. Ja, tun wir doch nicht. Wir versuchen es einer Stunde zu zocken, aber wir kommen nicht voran. Ich habe mit Max eine Runde gespielt und ich hatte einfach. Digga, mein Self-Revive, mein Super Juggernaut, mein Rucksack, meine Panzerungskiste, meine Gasmaske. Wir haben meine Abschussserien. So es ist alles weg. Es ist alles weg. Ich habe 5,5 Stunden gespielt und dann kommt ein geisteskranker Bug. Ey, ich habe die ersten 40 Bugs, habe ich mir gedacht, scheiß drauf. 40 Bugs, okay, so. Ich liebe Zombies, das kann ich verkraften. Aber dann der Bug, der einem alles nimmt, ist krank. Das ist krass. Ja, müssen wir dann müssen wir noch eine Loot-Route machen. Komm, join einfach. Ich mach mir gerade eine Waffe. Muss ich ja jetzt wieder, weil ich... Ja, ist alles weg. Ich bin ready. Ja, das ist schön, Sebo. Das ist super. Ja, ja, danke. Noch gar. Ich wüsste echt gern, ob sich... Also jetzt nach der Sache lohnt sich der Battle Pass halt nicht, ne? Boah, ich weiß das Passwort wieder. Also wenn ich den Dickerchen da sehe, habe ich schon Bock auf den, ne? Das ist ein lustiges Dickerchen. Ich habe auch die ganze Zeit so, ich hatte so viel Spaß und die Leute haben mich die ganze Zeit gefragt, ey, lohnt sich das für Zombies und sowas? Ich hatte so Gewissensbisse, ja, es macht halt Spaß, aber ich weiß halt nicht, die haben Kannst du mir jetzt so noch eine geile Waffe mitnehmen oder geht nicht? Klar. Irgendwas, was du noch nicht hast. Am besten. Ja, irgendwie was. Was wolltest du mir vorhin mitnehmen, eben gerade? Warte mal, lass dich mal eine Waffe machen hier, Maximilian. So. Okay, die nehmen wir mit. Packe mal ein. So, was hast du nicht? Du hast nicht... Gib mir irgendein MG. Ich geb dir eine geile MP, eine Ficker-MP. Okay, eine Ficker-MP. Aufsetzen. Guck mal, ob du die hast. Rival 9. Hab ich echt, ich hab keine. Ja, die ist spät. Ich glaub, die hast du nicht, die kann ich dir drücken. Ah, Sekundtaktik. Betäubungsgranate. Ich habe einen goldenen Schraubenschlüssel weggegeben. Das ist so das seltenste Item, was du finden kannst. Boah, Digga, dann suchst du 20 Stunden nach dem Item und es wird hier einfach... Ich habe 3 Tage lang gespielt, habe nur einmal so den Scheiß gefunden. Also ich call, wenn wir heute bis 3 Uhr zocken, wir sind fertig mit dem Game. Nee, komm. Was laberst du? Was? Hä? Der labert schon wieder so eine Scheiße, Alter. Du erzählst mir vor 20 Minuten, du hast Bock. Und jetzt durch sowas lässt du dich runterziehen? Das ist respektlos auf einem unendlichen Niveau. Ja, das geht nicht. Ich spiele das seit 3 Tagen und werde nur gefickt von dem Game, hä? Ja, das ich bin ist noch krass. Nicht einmal gestorben, aber habe schon 10-mal Sachen verloren. 80 Euro, verstehst Superversion, du? 100 Euro, ja, kaufst den Battle Pass 120 Euro, kaufst du noch Skins 140 Euro und dann wirst du so krass gefickt, dass du ein halbes Jahr nicht laufen kannst. Ich habe noch nicht einmal verloren, aber habe trotzdem 10-mal Sachen verloren. Checkst du das? Ja, ich check, Ich bin Alter. Noch nicht einmal so gestorben, dass ich sage, verflixt, ich bin tot, schade, ich habe meinen Stuff verloren, weil das ist eigentlich die Experience. Ja. Okay, schade, wir sind gestorben, gut, verlierst du deinen Stuff, schade. Aber ich habe so viel schon verloren, einfach nur, weil ich jemand rausgeflogen bin oder sowas. Bro, Sebo, es gibt diese Endmission, die wir da gestern hatten. Weißt du noch, wo wir in diese Mission reingeladen ja, sind? Richtig, das hast du ja nicht mitbekommen. Ich habe herausgefunden, woran das liegt. Ja. Wir gehen ja mit irgendwie 6 Teams in die Lobby, ja? Und irgendjemand entscheidet sich, diesen Exfil zu machen. Und der zieht mich dann einfach mit. Aber ich gehe alleine in die Lobby. Also so wie wir zwei, dann wir haben dann nur in unserem Team die Lobby gemacht. Obwohl wir gar nicht entschieden haben, diese Mission zu starten. Wir schimmeln seit 2 Stunden in den Lobbys. Das ist krank. Das ist krank. So ein Bug. Also wirklich. Scheiße. Die haben nichts mit uns zu tun, das die ist Typen. Gestört. Ich habe echt Angst, dass ich einen Twitch-Bann kassiere. Heilige so Scheiße, wirst, weil du? Ich so gefickt wurde. On-Stream, das darf man nicht zeigen auf Twitch. Was ist das der Wahnsinn?
Wie game-breaking ist das? Ein Typ, der nichts mit dir zu tun hat, startet diese Mission und zieht dich so einfach mit in eine schwere Zone im Early Game. Du bist nicht mehr equipped, stirbst einfach. Schade. Ja, es ist hart. Ist hart. Ist das heftig? Das habe ich noch lass nie mal, gesehen. Lass mal, wie wir hier 2 Stunden in den Lobbys chillen und nur gefickt werden. Lass es auf Pornhub hochladen. Holy shit. Ist das Wahnsinn. Bro, ich spiele das seit 3 Tagen. Vor allem, je länger wir in der Lobby chillen, desto heftiger werden wir gefickt, ne? Das ist halt krass. Wir sind noch nicht mal in-game. Kann das auch nicht mehr tragen. Heftig. Ja, aber jetzt klappt's. Jetzt sind wir drin. Und mal optimistisch sein. Ich hatte heute einen richtig geilen Spitzkohl-Hackauflauf. Der war richtig toll. Ja, klingt auch gut. Ich hab mir 2 Kinder-Schokobons geholt. Oh, Zeitüberschreibung, super. Verbindung zum Host-Server verloren. Ich bin auch raus. Ausstattung weg. Nee, Stuff ist da bei mir. Ich nehm's nochmal mit zur Sicherheit. Ja, ich bin auch raus. Ja, ich leg's auch nochmal raus und nimm's nochmal mit. Das ist, glaube ich, der Call, oder? Ja, ich glaube auch. Hey, ich hab's gemacht, aber was passiert mit? Ich kann dir nicht joinen, Reapers. Du bist drin. Ach, wir sind noch drin. Max, wenn ich meinen Stuff rausnehme, wechsel dann mal zur Lobby. Der spawnt da wieder rein. Ich glaube, der ist jetzt wieder so unsichtbar. Weißt du, was ich meine? Also? Ja, keine Ahnung. Kann sein, dass wieder alles weg ist. Nein. Ah, gehen wir gleich schön saftig in den Multiplayer. Wir sammeln noch ein bisschen Content einfach. Und dann schicken wir das, sagen wir das mal. Ich habe einen 60 Minuten XP-Boost angemacht, der geht nur noch 21 Minuten. Seitdem versuchen wir zu zocken. Ist das Seitdem wird uns einfach kontinuierlich all unser Inventory genommen. Oder lass mal jemand anders den Host. Mach mal jemand anders den. Nein, hast du die alle neu gestartet vorhin, als gesagt? Ja, ich habe neu gestartet. Ja. Okay, gut. Dann ja, mach mal jemand anders aus. Das ist ein guter Call. Mach du mal, Sebosi am Bossi. Ja, ich lade dich ein. Du kannst eigentlich auch direkt mir joinen. Und dann lädst du halt Max bei mir ein. In der Party, ne? Ihr seid selbst schuld, dass alles weg ist. Ah, erzähl mal. Der Bastard, dass er es wagt, das reinzuschreiben, ne? Ist das krass. Wir hätten also, vor warte, 4 Jahren. Ich muss hier raus. Dachte, Max geht auch raus, sollen alle selber programmieren müssen. Was denn? Sozial. Nee, du sollst eigentlich hier rausgehen. Geh mal aus der Party. Ich bin gar nicht drin. Ja, Max aber immer noch. Der geht nicht raus. Mann. Jetzt. Jetzt kannst du noch. Jetzt join mal bei mir dann. Ja, ich komm. Ich sehe hier nur bei meinen Freunden 5000 Leute mit so absolut kranken Titeln, wo alles so animiert leuchtet und. Voll der Trip, Alter. Seh Bostian Bosti, das bist du. Ja. So, und jetzt musst du Max einladen und dann passt das. Keine Waffe bei mir in der Hand. Hä? Ich hab random Waffen. Hä, wir sind im Multiplayer, fuck, warte wir mal. Wir sind im Multiplayer. Ach, Digga. Ja, wer war das denn? Ah, ich hab euch verarscht, ey. Ich hab euch so aufs genommen, ey. Ja, hast uns mies verarscht. True. Ich war noch gar nicht drin. Ich konnte gar nicht verarscht werden. Okay, was jetzt? Oh, schade. Ja, starten einfach hoffentlich, oder? So, ich hau meinen letzten XP-Boost rein. Das war mein allerletzter XP-Boost. So. Spiel finden, bereit machen, Spielersuche. Du hast eine Waffe für mich, Reapers, ja? Ja, hab ich. Wenn die jetzt nicht plötzlich despawnt aus dem Inventory. Du wirst ready sein, dass du gleich quittest und uns mitnimmst, wenn die Latenz über zu hoch ist einfach, ne? Mhm. Gut, dass man das gleich einfach vor so der wie Lobby. Gestern, so wie gestern ihr gemacht habt bei mir so. Ich gehe einfach aus Spaß gleich einfach raus. Ja, Partymitglieder mitnehmen und alle weg. Schade. Nee, sieht gut aus. 19er MS. Das ist so krass. Ich bin gerade echt schockiert. Du musst dir vorstellen, ich bin da seit 3 Tagen. Weißt du, wie oft ich Stuff verloren habe, Max? Also, du stellst dir mal vor, wie oft ich wirklich jetzt schon Stuff verloren habe in den Tagen. Tarnungen sind verbuggt und sowas. Ja, das ist am nervigsten. Mach 100 Kills und hau ab. Ich mach 100 Kills, passiert nichts. Die sagen, ja, wir wissen Bescheid, dass das so ist. Wer ist J-Dog Reviews? Der ist wieder weg. Der hat ein Placement.
Ich hätte eigentlich auch echt am Testen Placement gehabt. So, it's trash. Oh, I got kicked. Oh, nice. I love it. Oh, I lost all my stuff. 2018, 2019 war Activision mein größter Partner von allen. Krass. Das ist so krass, was passiert ist. Du hast doch bestimmt noch Connections. Mach mal Sprachnachricht fertig. Nee, die sind gefühlt alle weg von damals. Oh. Aber nächstes Jahr kann nur besser werden, ne? Wurde ja aufgekauft von Dings. Bobby Kotick hieß der, glaube ich. Kotick, der ist weg. Und dann Microsoft soll mal was klären hier. Wusste er, dass es verkauft wird, deswegen hat er einfach so gechillt. Ich freue mich schon. Wer weiß. Ach, nee, doch nicht. Aber der hat ja einen Arschvoll. Was hat er bekommen? Wie viele Millionen? Oh, keine Ahnung. War das Milliarden vielleicht sogar? Damit der da weggeht? Sie sind die erste Verteidigungslinie. Sie müssen durchhalten. Der geht mit einem Lachen von der Firma. Und, habe ich meine Waffen? Ich habe meine Waffen verloren. Alter. Ich habe meine Waffen verloren. Ich habe auch alles keine verloren. Waffe. Ich habe auch keine dabei. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe nichts einfach. Wir haben alle nur Fäuste. Ist das dumm. Ist das krass. Ist das heftig, Digga. Wir haben... Reapers, du hast 25 Stunden gefarmt. Und jedes Mal, wenn wir in die Runde reingehen, ist alles weg. Ey, Chat, wir haben uns stundenlang für diesen Abend vorbereitet, dass wir jetzt in Zone 3 können. Okay, wir machen Hardcore-Challenge. Komm, wir suchen uns Waffen. Los geht's. Ja, nee, okay, Hardcore-Challenge, check. Ich bin nein! Weg. Komm jetzt! Ist doch ein super Video. Wir haben das Unmögliche geschafft. Ne, deine Titel sind anders besser. Ich hab wieder einen mittelgroßen Rucksack. Bin besser equipped als vor einer Stunde. Sauber. Ich hab ein dickes LMG. Ja, guck mal. Besser na, als scheiße, davor. Wir haben noch nichts. Wir sind voll da, glaube ich. Digga, mein XP ist das Kiste. An. Ja, dann spielen wir die einfach, keine Ahnung. Dann machen wir das Equip von der Runde hier, looten uns voll. Aber das wird auch nächste Runde wieder weg sein. Hä? Mein Waffenslot ist ja jetzt eh weg. Also, ich könnte jetzt eh nichts mehr mitnehmen. Die haben mir alles genommen. Was wollen die mir noch nehmen? Was wollen die mir noch nehmen? Die können mir nichts mehr anhaben. Bro, du hast so viel gespielt. Du hast jeden Tag 12 Stunden gespielt. Ja. Du bist nur gefickt. Das ist wirklich hier. Du hast jeden Tag 12 Stunden gespielt, Mann. Ja, auch mal einen Auftrag annehmen. Lars MG, ist das MW2 oder MW3? Ja, sag mir auch mal. KVD Vollstrecker. Du musst mir immer sagen, was das ist. Ey, halt's Maul! Ich will auch eine Waffe! Max hat zwei, der will dir keine geben. Ich kann keine geben. Okay, erzähl mal, ist BASB. Die ist MW3. Was B? Ja, die ist MW3. Die ist krank. Die hat's also im Multiplayer ist sie richtig krank. Das war die, wo du dachtest, wo wir dachten, ist eine DMR. Und was ist die KVD Vollstrecker? KVD hört sich nach DMR an, oder? Ja, ne? Ich hab Rocket. So, wer ist denn jetzt 3, wer ist 1? Ich hab einen 2er Rucksack für euch. Einen guten, mittelgroßen ich bin, Rucksack. Oh, lustig, ich bin bei dir. Ja, dann hier, nimm. Digga, der Zombie ist in der Ecke. Ich streichel meinen Hund jetzt. Krass. Ich bin am Rubbern wieder. Ich auch. Was war das gerade? Bei mir ist alles normal. Hier ist ein Mimik. Ach du Scheiße, das ist der Auftrag! Hilfe, Hilfe! Ja, der ist auch stark, pass auf. Ja, warum gehst du da alleine hin? Kann ich das Auto fahren? Nee. Ach du Scheiße, was der hier angelockt hat. Von der Waffe. Hab auch eine Waffe, eine F-Tag. So, das Spiel will uns ficken, wir ficken das Spiel jetzt selber. Ich hätte jetzt eigentlich so mitschreien müssen. Der ist doch nicht so dumm stark. Wie viel Leben hat der Mimik?
Oh, er ist tot. Super. Super gespielt. Klasse, Max. Oh, hab den gefinisht. Noch. Ey, ich hab Lila. Lila, das Ding. Guck mal, das ist mein Hund. Wie findet ihr? Der ist echt toll. Der ist richtig süß. Der kann uns auch Du bist retten. Aber auch so... So seelisch bist du der Devil, ne? Du bist so... Du stehst immer auf die dunklen Sachen, ne? Ja, ja. Immer. Ja, ist er. Ja. Immer auch Bösewichte sind immer cooler als die immer. Helden. Immer. Ja, okay. Okay, wir haben alle eine Waffe. Ja, weitermachen. Wir müssen wieder OP werden. Dann am besten nicht mehr das Spiel spielen. Bis es gepatcht wurde. Wechsel das Magazin. Ja, Ethernest clearen. Wir haben ja das Spiel neu gestartet. Das ist ja verrückt. Eine Striker 9 habe ich jetzt auch. Die ist, glaube ich, geil, ne? Die spiele ich jetzt. So. Ich find's auch da, die Map. Ach, dann ist... ich dachte, da wäre ein Portal. Da fliegt ein Pack-a-Punch. Der Hund ist komplett broken, ne? Ja, ja. Komplett krass. Reapers, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich mach hier gerade. Ja, hier zu uns. Voice Crack, Alter, der hat gekracht. Gut. Ich mach hier gerade. Männlich. Sauber, gut gespielt, Mann. Klasse. Maximale Munition. Maximale Munition. Bro, ich hab das beste Equipment im Game gefarmt für heute Abend, damit ich ready bin. Das wurde einfach alles gelöscht. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Ja. Wie sagt man, Tränen wegwischen, weitermachen, Mann. Ja, machen wir. Wer will hier einen Flammen... Wie lange lebt denn der Hund, Alter? Der bleibt für immer. Geklaut. Bis der zerfressen wird. Holy shit. Und der rest uns auch. Oh, krass. Okay, direkt weiter Aufträge. Hier, Stufe 2 ist nein, krass nein, noch, nein. oder? Nee, ist krass. Okay, dann... Krass. Ja, hier. Boah, da wäre ich heute fast gestorben. Wohin, welcher? Der mit den... Und Tötung. Hier ist ein Karambit drin. Wieso blockiert ihr so viele Aufträge? Welchen Auftrag nehmen wir? Also, ja, und dann? Das Karambit, das hast du ja nicht frei, weißt du? Wenn du das jetzt hier mitnimmst, dann hast du es auch im Multiplayer. Das ist das einzige MW3-Knife, was dazu gekommen ist. Ja, das ist halt die Kacke. Jetzt spielt halt keiner Multiplayer, ne? Ja, kommt drauf an. Machst du Tarnung, Grind? Machst du es nicht? Dann gibt's halt nicht. Kannst mir geben, wenn du es nicht willst. Nö, naja, ich hab's jetzt. Ja, okay. Multiplayer kann nicht funktionieren. Das muss Free-to-Play werden. Was? Das zocken nur noch die Leute Call of Duty, die das von früher geil fanden, weil das früher das Call of Duty hat die gesamte Shooter-Szene, ganze Videospiel-Szene geändert. Mit dem ersten Modern Warfare. Das war krank. Und jeder, der jetzt noch einen Multiplayer spielt, ist ja gefühlt nur noch 6 gegen 6 E-Sportler. Das geht ja nicht mehr. Das muss Free-to-Play werden, das Spiel. Stimmt. Ja, das ist doch Warzone. Funktioniert nicht. Wir spielen das nur, weil wir in Erinnerung schwelgen, weil es so geil war. Weil es früher so geil war. Auf die Play könnte doch mal böse kommen, wenn das neue... Oh, hier ist so ein Lama. Ja, witzig, wenn das auch Lama. Kann da krasser Scheiß rauskommen? Nee, Waffenfarbverbesserung. Aber hier nur grün. Zone 1. Checkst du? Hey, das Ding greift mich an. Was mach ich mit der Rakete? Ja. Gedrückt halten da. F oder sowas bei dir. Ah, jo. Kann das Lama auch mal kaputt gehen? Ja, dauert ein bisschen.
weiß nicht mal, ob meine Waffe eine MP3-Waffe ist. Wie verbuggt will etwas gut sein? Gespielt. Ja. Digga, die Hitmarker also machen schon übertrieben Bock, um die Zombies zu töten, ne? Wie asozial. Gunhandling, Gunfeeling ist echt krass. Ist MW2-Waffe, nice. Ich laufe nur mit MW2-Waffen rum. Gute Arbeit, Trupp. Wir schicken ein Team, um die Trümmer wegzuräumen. Hey, nee. Danke. Nee, das ist meine. Ja, danke. Nee, gib mal bitte her. Ich wollte die spielen, ich wollte die leveln für Multiplayer. Geil, gut, danke. Okay. Jetzt habe ich immer noch zwei. Zwei MW2-Waffen, klasse. Alter! Ich hab schon wieder das Lilane. Schon zweimal jetzt. Dieses Ethan-Dings. Packepunch, Lila. Können wir hier die Bude markieren? Ja klar, Reapers. Ja, mach mal. Bin dabei. Grabstein, also ich werd grad gefickt von dem Game, was ich kriege, ne? Ist die AMR-9 MW3-Waffe? Mein Game ist gecrashed. Wie was du schießt. Ja, ich bin gecrashed. Ich bin raus, Jungs. Ich bin raus. Einfach Death Arrow. Jetzt bin ich wirklich raus. Ich wiederbeleb dich. Nee, ich bin raus. Also bei mir ist eh Stand. Also gehen wir jetzt zum Exit, müssen wir. Ihr könnt auch spielen. Ganz normal looten. Ihr braucht mich nicht. Aber das ist krank. Das ist wirklich krank. Einfach noch Death Arrow bekommen, zusätzlich. Ist das okay, ein PC-Problem? Ja, genau, es ist mein PC. Dann lass uns Richtung Exit und auf dem Weg nehmen wir alles mit, oder Max? Ja. Hier müssen wir dann hin. Ist die DM56 eine MW2-Waffe? MW3? Hä, ich kann. Man kann die wirklich das Geld wieder verlangen, oder? Das ist echt wild, das habe ich noch nie gesehen. Nicht genug Essenz. Kannst du mal irgendwie Zombies anlocken? Ich brauche noch ganz bisschen Essenz. Da müssen wir hin. 1500 Meter, sicher. Das ist der nächste. Ja, der nächste wäre in Zone 2, hier. Aber nicht, dass wir sterben, weißt du, weil da kommen ja die Zombies. Weißt du? Mhm. Also dann lass abhauen, ne? Lass abhauen. Ja, mein XP-Boost ist an. Warte, vielleicht finden wir hier irgendwo so ein Rift. Ich guck mal auf der Karte. Wie sieht denn das Scheißding aus? Boah, das ist krass. Ne, sehe ich jetzt nicht. Ja, warte, wir könnten hier ein Boot. Wir könnten ein Boot nehmen. Boot? Ja. Sind wir auf jeden Fall schneller, folgt mir. Oh, hier kommt Level 2, das wollen wir nicht. Okay, let's go. Ah, bist du hinter mir? Ja. Boah, ist das krass. Ist das krass. Ich wollte so gern mit euch in Zone 3, ne? Ich lade nach. Maximale Munition.
heilige Scheiße. Ich lade nach. Ey Jungs, also tut mir echt leid, ne? Aber ich wünschte auch, wir hätten eine bessere Experience gehabt. Weil das Core-Ding ist echt gut. Das macht eigentlich auch echt Spaß. Aber dass es uns so die Freude nimmt, das ist wirklich. Das ist auch für mich krass. Ich hatte so Bock. Ich hatte so Bock. Wirklich. Aber ich bin jetzt wollte so sehr mit euch in Zone 3. Ja. Wenn die Tage was kommt, wenn die Tage was an Ultra. Also die wissen ganz viele Bugs, haben sie auch gesagt. Ganz viele kennen die. Und die sind dran, haben sie gesagt. Ne? Also wirklich viele. Das mit Death Arrow, ich weiß nicht, ob die das hinbekommen oder sowas, aber wenn da was kommt, dann können wir ja nochmal reingehen. Aber das ist ja krass, da bin ich jetzt auch raus. Und ich spiele das seit 3 Tagen, werd nur gefickt, also das ist heftig. Hinter dir. Okay, Jungs, schade. Wir hören uns, ne? Ich mach mich. Ja. Hau rein, Reapers. Okay, mach's gut. Tschüss. 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 Krass. Flüssige Bootfahrt, ja. Oh, solche Probleme hast du im Multiplayer halt nicht. Ja, okay, ist halt Multiplayer, aber trotzdem. Da läuft alles. Ja gut, aber das ist ja eh egal, oder? Ey, wenn sie jetzt das beste Call of Duty aller Zeiten rausbringen würden, würde das immer noch keiner zocken. Der Multiplayer, checkst du? Ja, aber bei den meisten ist das nur dieses Skill-Based Matchmaking. Wenn das raus wäre, würde das jeder wieder spielen. Ich sag nicht, ich sag, das Niveau ist schon zu hoch. Multiplayer ist für die heutige Zeit dafür nicht mehr geeignet. Es müssten dann schon wieder unfassbar viele Leute anfangen, dass es richtig Mainstream wird, und das geht nur, wenn es Free-to-Play ist. Ja, okay, stimmt schon. Das Niveau ist einfach zu hoch. Also ich muss sagen, diesen Part zu Exfil Camp hätte ich schon Bock, das ist schon. Ja, das ist ganz geil, die Ultra Laune. Das macht so Bock. Echt fucking viele. Lade nach. Hast du noch 8 Sekunden? Ja. Hat eure Mutter euch keine Pünktlichkeit beigebracht? Ach Mann. Schade. Digga, ist das krass. Ja gut. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Ja, ich dir auch. Hau rein, ne? Tschö. Tschö. Ist das krass. Ich bin schockiert. Wir haben jetzt 2,5 Stunden durch die Lobby gebuggt. Wir haben mehrfach alles verloren, was wir hatten. Wir hatten 250er Ping mehrfach. Du kommst aus den Lobbys nicht raus. Reapers hat über 20 Stunden sich das stärkste Inventory zusammengefarmt, damit wir in Zone 3 können. Alles verloren. Wir haben 3-mal alles verloren durch Bugs. Ich kann den Konvoi-Auftrag nicht machen, das heißt, ich kann die Main-Mission nicht weiterspielen, weil die unsichtbar in der Luft sitzen und die Autos nicht da sind.
Es sind alle Waffen weggepackt. Wir haben irgendwelche random Scheißwaffen dazu bekommen. Das ist wirklich der allerschlechteste Game Release, den ich jemals erlebt habe. Ich finde das noch schlimmer als Cyberpunk, weil Cyberpunk konntest du wenigstens spielen. Ist es wirklich, ich habe noch nie einen schlimmeren gesehen. Ist das krass. Reapers, der größte Zombie-Fan überhaupt, hat sogar losgelassen heute. Das ist noch nie passiert. Boah. Ich finde es jetzt auch schlimmer als Battlefield 2042, ja. Es wäre besser gewesen, wenn die ersten 72 Stunden die Server gefühlt kaputt wären und man würde keine Games finden. Aber man findet ja die Games und wird komplett durchgefickt. Ich habe 4 Stunden XP-Boost verloren. Also dann lieber einfach keine Server.